Hörspielprojekt.de. Die Community für Hörspielmacher. Mein Name ist Rick Future. Kitty Dalton is in the house. Kitty! Da-da-da-da-da-da-da-da! Wir sind die Kavallerie und ich bin Sheriff Ranger. Das Spiel ist aus. Leben kriegt er mich nie. Peng, 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 peng. Du spielst ja mit Puppen. Das sind keine Puppen. Das sind Actionfiguren. Nur Mädchen spielen mit Puppen. Gar nicht. Das ist die gefürchtete Kitty the Bill. Die gefährlichste Revolverheldin im ganzen Westen. Peng, peng, peng. Peng, 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 peng. Kinder? Es wird langsam Zeit fürs Bett. Oh, nur noch 5 Minuten. Ab in die Federn. Dann erzähle ich euch noch was vom Wilden Westen. Ja! Von Kitty the Bill? Mal sehen. The pride of a man is a son, 'cause he saves the family's band. A daughter cannot be a man to defend the family's land. But the Lord, he has his own plan. See the daughters with their guns. They're riding hard to search for their dad through the mountains, desert and the plains. Through burning sun and stormy trails, no outlaw stops their ride. The hair in the wind of faithful girls, you can see the father's pride. 'Cause the Lord, he has his own plan. See the daughters with their guns. They're riding hard to search for their dad through the mountains, desert and the plains. See the daughters with their guns. They're riding hard to search for their dad through the mountains, desert and the plains. Through the mountains, desert and the plains. Through the mountains, desert and the plains. Am Rande des Indianergebiets der Chiricahua-Apachen im Territorium Arizona nahe der mexikanischen Grenze liegt die Stadt Tucson. Sie ist noch nicht sehr groß und hat noch keinerlei Bedeutung. Man hat hier im Südwesten noch keinen Eisenbahnanschluss, nur eine wachsende, aber kaum befestigte Straße, welche nur dann nicht staubig ist, wenn man einen der seltenen Regentage erlebt. Die meisten Häuser sind aus Holz gebaut, nur das Gefängnis ist aus festem Stein. Die Postkutsche von Wells Fargo fährt Tucson nur einmal in der Woche an. Das ist dann jedes Mal ein Ereignis, das sich niemand entgehen lässt. Eben biegt die Postkutsche schaukelnd in die sandige Hauptstraße ein. Kaum, dass der Kutscher die Bremsblöcke angezogen und der Staub sich gelegt hat, öffnet eine mittelgroße Frau mit einer Augenklappe über dem rechten Auge die Kabinentüre und verschafft sich noch auf dem Trittbrett stehend einen Überblick. Guten Tag, Mann. Darf ich Ihnen helfen? Nein, danke. Dann steigt sie aus und klopft sich halbherzig den Staub von den Ärmeln ihres Reisemantels. Reisegepäck hat sie offenbar nicht dabei. Wenn man mal vom Gewehr absieht, dessen Holster sie gerade mit 2-3 energischen Handgriffen justiert. Ohne sich wirklich zu bücken, prüft sie den Sitz ihres Colts, auf dessen Griffschalen ein goldenes W prangt. Nun rückt sie noch ihren schwarzen Hut zurecht und bahnt sich ihren Weg durch die neugierige Menge.
direkt auf das Haus des Bürgermeisters zu. Ja, Moment. Komme. Komm. Es dauert und dauert und dauert. Mach schon. Cat! Cat Dalton! Na, das ist ja eine Überraschung. Komm rein! Mensch, du bist ja erwachsen. Howdy, Bürgermeister. Ist ja auch schon lange her. Allerdings fürchte ich, dass ich nicht hier bin, um Ihnen viel Freude zu machen. Wie meinst du das? Komm, setz dich erstmal. Kaffee? Sie erinnern sich doch noch, was damals passiert ist. Als unsere Ranch niedergebrannt wurde von dieser gottverdammten Outlaw-Gang. Ich habe mir geschworen, Rache zu nehmen und jetzt bin ich so nah dran, wie noch nie die Halunken zu kriegen. Aber da warst du doch noch ein Kind. Du kannst doch nicht dein ganzes Leben von deinem Willen nach Rache bestimmen lassen. Und ob ich das kann? Ich werde erst dann Frieden finden, wenn jeder einzelne von ihnen entweder an einem Strick baumelt oder eine Kugel zwischen den Augen hat. Oder es dich eines Tages erwischt. Ach, verschonen Sie mich mit diesen Phrasen. Dieser Steckbrief hier ist mir Nevada in die Hände gefallen. Ich kann es dir also nicht ausreden. Du bist genauso ein Dickschädel, wie es dein Vater war. Also schön, dann lass mich mal den Steckbrief sehen. Hier. Sehen Sie? Dieser Kerl Billy wird gesucht wegen Brandstiftung und Mord. 2 Farmen hat er in Nevada niedergebrannt, nachdem er jeden Einzelnen dort ermordet hat. $1,000. Tot oder lebendig? Ja, der Steckbrief ist echt. Ich kenne den Sheriff, der ihn ausgestellt hat. Ich gehe jede Wette ein, dass dieser Billy einer von Ihnen ist und ich werde ihn mir holen. Cat, um Himmels Willen, verschluck dich nicht. Dieser Billy ist gefährlicher, als du glaubst. Alle in der Bande, der angehört, sind Killer. Der Marshal Service hat bereits einige seiner besten Männer verloren bei dem Versuch, diese Bande zu stellen. Jeder von ihnen hat schon Dutzende Menschen kaltblütig umgebracht. Chinesen und Indianer nicht mitgerechnet. Ich beschwöre dich, gib deine Rache auf. Nein, niemals. Aufgeregt stolpert Miss Lulu Taylor, die Assistentin des Bürgermeisters, in das Büro. Bürgermeister. Oh, gut, dass Sie da sind. Kommen Sie schnell. Im Saloon gibt es Ärger. Ich glaube, da wollen sich wieder welche schießen. Schon wieder. Wo sind der verdammte Sheriff und seine Deputies, wenn man sie mal braucht? Na wo schon? Wahrscheinlich wieder besoffen und schlafen sich aus oder beides. Nun kommen Sie schon, Sie müssen was unternehmen. Ach, verdammt nochmal. Was soll ich denn hier noch alles machen? Also schön, ich komme. Willst du mich begleiten, Cat? Na, das lasse ich mir doch nicht entgehen. Der Bürgermeister greift nach seiner Winchester, die wie gewohnt geladen über der Tür hängt, und stürmt an seiner immer noch nach Luft ringenden Sekretärin vorbei aus seinem Büro über die Straße in Richtung Saloon. Cat Dalton folgt ihm dicht auf den Fersen. Ihren Colt hat sie bereits aus dem gepflegten schwarzen Holster gezogen, dazu bereit, ihn zu benutzen, wenn es erforderlich sein sollte. Auf ihrem Weg über die Hauptstraße müssen die beiden einigen fluchenden Reitern ausweichen. Vor dem Saloon der Velvet Rose beziehen sie neben den großen Schwenktüren Position und riskieren beide erst einen vorsichtigen Blick, um die Lage zu sondieren. Am Tresen stehen sich 4 Männer und eine junge Frau gegenüber, dazu bereit, ihre Waffen zu ziehen. An beiden Hüften der jungen Frau ruht jeweils ein Kavallerie-Colt in einem schwarzen Holster. Die Griffe sind aus edlem Holz mit einem goldenen D verziert. Die übrigen Gäste halten, soweit es geht, Abstand von den streitlustigen Gestalten an der Bar und haben sich an die Wände zurückgezogen. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. So still ist es auf einmal. Wer ist das denn? Die kenne ich. Das ist eine von den Daltons. Bist du sicher? Natürlich bin ich sicher. Wir sind zu viert. Und du? Du bist allein. Denkst du wirklich? Du kannst es mit uns allen aufnehmen, hä? Für einen angeblich klugen Mann ist das eine sehr dumme Frage, weil du nämlich der Erste sein wirst, den ich aufs Korn nehme. Lasst eure Colts lieber stecken. Der Erste, der eine Dummheit macht, wird es bereuen. Cat, da hol mich doch der Teufel. Was machst du denn hier? Sunny, hallo Schwesterherz. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Wartet mal, die Symbole auf euren Colts kenne ich doch. Ihr seid Daltons, nicht wahr? Hört zu, ich,
Ich will keinen Ärger mit euch. Sagen wir einfach, es war ein Missverständnis, okay? Den Ärger hast du bereits. Hier ist ein Steckbrief von dir, mein Junge, ausgestellt von Sheriff Max Carton aus dem Presidio Nevada. Mal sehen. Billy, wegen Pferdediebstahl und Mord. $1,000, tot oder lebendig, es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, du sagst mir, wo deine Freunde stecken. Du weißt, welche ich meine. Vielleicht vergesse ich dann, dass ich dich hier gesehen habe. Besser du sagst es. In deinem eigenen Interesse. Ihr seid ja wahnsinnig! Ich bin kein Verräter! Sie bringen mich doch sofort um, wenn ich euch das verrate! Tja, du hast nur leider keine Wahl. Ich habe nur eine Wahl! Verzweifelt greift Billy an seine Hüfte, um seinen Colt zu ziehen. Aber bevor seine Hand auch nur in die Nähe seiner Waffe kommt, blickt er bereits in den Lauf einer doppelläufigen Schrotflinte, die zu der Besitzerin des Salons, Miss Tina Winkler, gehört. Hey! In meinem Saloon dulde ich keine Schießerei! Wenn ihr was zu klären habt, dann macht das gefälligst auf der Straße! Vorsicht, Miss Tina. Wenn man an dem Abzug zieht, dann knallt's. Ja, das gute Stück macht sehr große Löcher. Also schafft mir den Kerl hier raus, bevor es ihm und mir leid tut. Hey, vorher bekomme ich noch 60 Cent für den Whisky. Schon gut, schon gut. Mein Kumpel Tuko ist vor 2 Tagen losgeritten. Wir sind mit den anderen Jungs in Texas verabredet. Er erzählte was von einer großen Sache, einem riesen Ding. Mehr weiß ich nicht. Ich schwör's. Wo genau? Sag schon. San Antonio! In einer Kantine! In San Antonio! Behalte deine Hände lieber oben, Billy. Cat, nimm du seine Waffe. Wir gehen jetzt zum Sheriff. Miss Tina entspannt die Hähne ihrer Flinte, als sie sieht, dass der Bürgermeister den entwaffneten Fremden im Visier seiner Winchester hat, um ihn zum Sheriff abzuführen. Sunny und Cat Dalton folgen den beiden. Vor dem Büro des Sheriffs machen sie Halt und Bürgermeister Breen hämmert an eine verschlossene Tür. Offensichtlich abgeschlossen. Hey, Sheriff! Sind Sie da? Hier ist Kundschaft für Sie. Wo steckt er denn? Entweder auf der Jagd oder besoffen. Mal wieder. Warum habt ihr so einen zum Sheriff gewählt? Gewählt. Er war der Einzige, den Job noch machen wollte, nachdem seine Vorgänger alle den Hintern zugekniffen haben. Pff, ihr habt ja keine Ahnung, was hier los war in den letzten Jahren. Wir werden eben warten müssen. Ich habe eine bessere Idee. Hä? Was sollte das denn? Für sowas haben wir jetzt keine Zeit. Tot oder lebendig, oder? Wir kommen später wieder und holen uns das Kopfgeld ab. Und ich würde dem Sheriff raten, dann auch da zu sein. Komm jetzt, Cat. Wir müssen uns noch frische Pferde und Proviant besorgen. Es ist ein weiter Weg bis nach Texas. Du machst keine halben Sachen, was? Auf ihrem Weg zum Mietstall lassen die beiden Dalton-Schwestern einen sehr verwirrten Bürgermeister mit der Leiche des Outlaws Billy zurück. Dabei bemerken sie nicht, wie 3 Männer, die zuvor noch im Saloon waren, sehr eilig die Stadt verlassen. Im Fort Cottonwood in Iowa herrscht hektisches Treiben.
Der Bürgerkrieg ging nach 4 langen Jahren mit der Kapitulation der North Virginia Armee am 9. April 1865 endlich zu Ende. Die meisten Soldaten des 9. Infanterieregiments verlassen das Fort, um zu ihren Familien zurückzukehren. Nur der Kommandeur, Colonel Summers, und eine Handvoll Soldaten sind noch im Dienst, um letzte Anweisungen auszuführen. Kommen Sie rein. Sie wollten mich sprechen, Sir? McLean, ja. Kommen Sie rein. Wollen Sie etwas trinken? Nein, danke, Sir. Ich habe noch viel zu tun und ich... Ich weiß. Ich will es kurz machen. Sie bekommen neue Befehle. Sir, der Krieg ist zu Ende. Die meisten sind schon auf dem Weg nach Hause. Nicht alle. Ich habe die Tore schließen lassen. Setzen Sie sich, Colonel. Colonel? Sie wissen das Neueste noch nicht. Ich bin Major, Sir. Colonel, die Erkennungsurkunde bekommen Sie noch. Ja, Sir. Präsident Lincoln wurde vor 2 Tagen ermordet. Was? Die Befehle, die ich Ihnen nun gebe, stammen von Vizepräsident Johnson. Sie werden mit den verbleibenden Soldaten ein neues Regiment bilden und es befehligen. Das 6. Kavallerieregiment. Sie werden nach Tucson, Arizona reiten und dort das neue Fort Owl übernehmen. Ich verstehe. Sie werden es nicht leicht haben. Johnson steht mächtig unter Druck. Und nur Gott weiß, warum er ausgerechnet Soldaten aus diesem Fort dafür vorgesehen hat. Sir, wir haben nicht die geringste Kampferfahrung. Wir wissen, wie man Patrouillen reitet und Telegrafen baut. Aber bis auf ein paar Scharmützel mit Rothäuten hat noch keiner von uns wirklich um sein Leben gekämpft. Nun, Colonel, das ist noch nicht alles. Sie werden einen Umweg über Texas machen. Ein Wells & Fargo Trail mit Waren für Tucson wartet dort schon auf Sie, den Sie begleiten werden. Außer Saatgut und Stoffe transportiert der Trail noch etwas anderes. Sir? Gold, Colonel. An Bord wird Gold der ehemaligen Konföderation sein, das sicher nach Tucson gebracht werden muss. Dafür werden Sie ebenfalls verantwortlich sein. Verstanden, Sir. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen dazu gratulieren soll, Colonel. Verdammt nochmal, ich kann es selbst kaum erwarten, meine Uniform endlich an den Nagel zu hängen, um wieder als Anwalt zu arbeiten. Säufer, Falschspieler und Pferdediebe werden wieder mein Leben bestimmen. Also, sollten Sie mal einen Anwalt brauchen, lassen Sie es mich wissen. Ja, Sir, das werde ich. Ach, was soll's. McLean, es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu dienen. Wegtreten. Sir. Brecht euch nicht den Hals, ihr Tagediebe! Hey, Major! Warte mal! Was zum Teufel machst du da? Das fällt mir nicht weg. Und? Was hat der Alte gesagt? Warum sind die Tore zu? Naja, das Fort wird weiter aufgelöst und ich habe jetzt das Kommando über alle, die bleiben. Ah ja, und ich wurde befördert. Jetzt, wo der Krieg zu Ende ist, wirst du befördert. Ich weiß nicht, ob ich dir dazu gratulieren soll. Ich würde es nicht tun. Ich befördere dich zu meinem First Lieutenant. Na toll. Unser Befehl lautet, mit der Truppe nach Texas zu reiten. Von dort aus werden wir einen Track nach Arizona eskortieren. Anschließend übernehmen wir dort ein neues Fort. Soll das ein Witz sein? Wir sind nur eine Handvoll Leute ohne jede Kampferfahrung. Ich meine, wir treffen bestimmt auf Banditen und das sind nicht gerade Freunde von mir. Ich mag sie auch nicht. Aber das ist doch Selbstmord. Es reicht, Lieutenant. Wir haben einen Auftrag und ich beabsichtige, ihn auszuführen. Du bist ein Offizier der Union, also reiß dich gefälligst zusammen. Verstanden. Mir gefällt das auch nicht. Aber ein Befehl ist nun mal ein Befehl. Sorge dafür, dass sich alle Soldaten in einer Stunde sammeln. Wird gemacht. Und geh vorher noch in die Kleiderkammer und besorg dir eine anständige Uniform. Reiß dir jedes Pferd und jede Kutsche unter den Nagel, die du hier noch auftreiben kannst. Zu befehlen. Waffen und Munition brauchen wir auch. Und lass einen Wagen mit Hafer und Wasser beladen. Jawohl. Proviant brauchen wir auch noch. Und besorg noch einen Koch. Wo soll ich denn jetzt hier noch einen Koch auftreiben? Es ist mir egal, wo du den auftreibst. Von mir aus holst du uns einen Indianer, der kochen kann. Sieh auch im Lazarett nach, was an Material noch übrig ist. Ja, der geheime Whisky-Vorrat wird wohl schon weg sein. Wenn wir Glück haben, ist noch Rizinusöl übrig. Damit pfeifen wir dann den Yankee-Doodle-Dandy aus dem letzten Loch. Hey, Soldat! Was ist denn aus dem Salutieren geworden? Ja, ist mir auch ein Rätsel. Das wird ein Abenteuer.
Aus der Kantina in San Antonio, Texas, direkt neben dem Hotel, erklingt Musik bis auf die Straße. Auf einem Tisch in der Mitte des Raumes tanzt ein junges, schlankes Mädchen unter lauten Pfiffen und Jubel einiger betrunkener Männer. Abseits von den feiernden Mexikanern, in einer dunklen und unbeobachteten Ecke, ganz in der Nähe des Hinterausgangs, sitzen einige finstere Gestalten. Auf dem Tisch und auf dem Boden liegen bereits mehrere geleerte Flaschen Tequila Oro. Ein großgewachsener Amerikaner betritt die Kantine und geht direkt auf die Gruppe zu. Eine breite Narbe reicht ihm quer über das gesamte Gesicht. Im Vorbeigehen nickt er dem verschwitzten Barmann nur kurz zu. Na Jungs, ihr lasst es euch wohl gut gehen. Ach, sterbenslangweilig ist es hier in dem Café. Hey, immerhin wurde hier Geschichte geschrieben. Ich pfeife auf die Geschichte. Was mich interessiert, sind Dollars. Du wirst bald mehr Dollars haben, als du je ausgeben kannst, Freund. Ha, wenn du das sagst. Du kannst ja aussteigen, dann nehme ich mir deinen Anteil. Rede nicht so ein dummes Zeug, du Sonst. Sonst was, du kleiner Mieser. Das reicht. Wenn ihr nicht sofort das Maul halte, lege ich euch beide um. Jetzt und hier, ist das klar? Ja, ja, ist klar. Natürlich, ganz klar. Wir haben doch nur Spaß gemacht. Haltet endlich euer verdammtes Maul. Henry, erzähl den Jungs die Neuigkeiten. Nun gut, Gentlemen, ich habe ja ein Telegramm von unserem Mann in Washington. Er teilte mir mit, dass Präsident Lincoln wie geplant von einem Attentäter aus dem Weg geräumt wurde und Vizepräsident Johnson die Amtsgeschäfte übernommen hat. Auf den Präsidenten! Auf den Präsidenten! Auf den Präsidenten! Also, der weitere Plan sieht vor, dass unser Mittäter seinen Einfluss weiter auf Vizepräsident Johnson geltend machen wird, um... Ja, ja, ja! Mit deinem vornehmen Gequatsche redest du dir irgendwann ein Gewinde in den Hals! Hör zu! Johnson wird dafür sorgen, dass sein Track von Texas nach Tucson fährt. Lebensmittel, Saatgut, Stoffe und anderes Zeug. Das Beste aber, Double Eagle Goldmünzen im Wert von $50,000. Hey, hört, die hört. Holen wir uns. Das klingt gut. Davon kann man eine Weile leben. Wie kommen die an 50.000 in Gold? Von der ehemaligen Konföderation, Gentlemen. Die Südstaaten prägten Gold zu Münzen, um davon bei den Briten Waffen zu kaufen. Als sich die Kapitulation des Südens abzeichnete, wurde das Gold nach Texas verbracht. Hey, worauf warten wir da noch? Rein in die Bank, holen uns das Gold und verschwinden. Und dann hätten wir sämtliche Desperados von Texas und Mexiko am Hals, du Holzkopf. Wir machen es so, wie ich es sage. Ist das klar? Ja, ist klar, Boss. Ich will ja kein Spielverderber sein, aber die Regierung wird einen Track mit so viel Gold sicher nicht unbewacht lassen. Ich meine, die werden bestimmt Soldaten schicken. Die sind ja nicht von gestern. Wir aber auch nicht. Lincoln hätte das Gold von seinen besten Soldaten begleiten lassen. Aber Johnson, der wurde davon überzeugt, nicht so viel Staub aufzuwirbeln. Er schickt eine Truppe, die noch nie im Kampf war, aus Fort Cottonwood. Die putzen wir mit links weg. Klingt nach einem Plan. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist, auf die anderen Männer aus Tucson zu warten. Was für Männer? Unser alter Freund Billy und ein paar Namenlose, die gerne berühmt werden wollen. Sie kundschaften den Weg aus und stoßen später zu uns. Dann beziehen wir also in aller Ruhe Stellung und warten, bis uns das Gold auf einem Silbertablett serviert wird. Du sagst es, mein Freund. In der Wüste New Mexikos geht die Sonne rot wabernd langsam unter und der heiße Sand beginnt schnell abzukühlen. Der lange Ritt durch die heiße Sonne fordert ihren Tribut und nicht nur die Pferde werden müde. Hey Sunny, wir sollten Rast machen. Die Sonne geht unter und die müden Pferde sind auch so schon nicht mehr ganz trittsicher. Oh, ja, müde bin ich auch. Ich kann mich kaum noch im Sattel halten. Du wirst eben auch langsam älter. Schnauze! Was war das? Wahrscheinlich deine eigenen Knochen, die knacken. Oder deine berühmten Winde. Nein, im Ernst. Hörst du das nicht? Ich rieche es bereits. Ach, da schießt und schreit doch jemand. Bitte lad ihr da! Euch soll der Blitz beim Scheißen treffen! Los, komm, wir sehen nach. Her! Aber vorsichtig! Miss, legen Sie das Gewehr weg! Diese verdammten Bastarde! Qué putada!
Was ist passiert? Wonach sieht das wohl aus? Ich bin überfallen worden. Die Echo der Putas haben auf mich geschossen und mich bestohlen. Mein ganzer Proviant ist weg. Aber einen dieser Kobardes habe ich erwischt. Dieser Seboso liegt jetzt irgendwo da hinten. Der wollte mir doch glatt noch den Speck aus der Pfanne klauen. Sieh mal nach. Okay, Cat. Ist nur ein Steckschuss. Aber die Kugel muss raus. Hey, Sunny, wirf mal deinen Flachmann rüber. Mein schöner Whisky. Hier, fang auf. Hey, die Lady hat wirklich einen erwischt. Einer von den Vögeln aus dem Saloon. Lebt er noch? Naja, so gerade. Okay, Miss. Ich muss die Wunde säubern und die Kugel rausholen. Das wird gleich wehtun. Es tut jetzt schon weh. Wird schon gut gehen. Etwas Whisky, um die Wunde zu säubern. Wir, komm mal so her. Ja, das glaube ich. Und jetzt kommt der eklige Teil. Denn ich muss versuchen, die verdammte Kugel. Ah, da ist sie ja. Ist bald überstanden. Nur noch etwas Schießpulver und die Wunde zugebrannt. Puh, ist das ein Gestank. Du würdest auch nicht nach Rosen riechen. Ja, ja. Halten Sie still, damit ich Sie verbinden kann. Hey, Sunny, was macht unser Freund? Hast du was aus ihm rausgekriegt? Nein, er stammelt nur irgendwas von San Antonio und verliert immer wieder das Bewusstsein. Schätze, den wirst du nicht so einfach zusammenflicken können. Ich sehe ihn mir mal an, wenn ich hier fertig bin. Da habe ich eine bessere Idee. Hat sich erledigt. Dios, ihr macht keine halben Sachen, was? Scheint mir auch so. Übrigens, ich bin Cat Dalton. Und das ist meine Schwester, Sunny. Hallo auch. Ich bin Consuela, Consuela Lopez. Dalton also. Ich habe schon von euch gehört. Ihr seid eine große Familie gewesen und habt in Tucson gelebt oder zumindest in der Nähe. Das war in einem anderen Leben. Aber sprechen wir von Ihnen. Was haben Sie hier draußen in der Wüste zu suchen? Haben Sie was ausgefressen? No. Ich will nach Texas. Wisst ihr, ich bin Reporterin. Immer auf der Jagd nach einer guten Story. Aha, eine Story. Sie, ein großer Dreck kommt nach Tucson mit vielen Waren und neuen Soldaten für das Fort. Das hört sich aber nicht gerade nach einer großen Story an. Sie, aber mein Boss, Arthur Reiter, ist von Tucson Chronicle, will erfahren haben, dass auch Gold von der ehemaligen Konföderation transportiert werden soll. Aha. Sunny, denkst du das Gleiche, was ich denke? Das muss diese große Sache sein, von der dieser Billy geredet hat. Du sagst es. Aber wenn es in einem Track transportiert wird, dann haben sie bestimmt eine bewaffnete Eskorte. Die Armee wahrscheinlich. Denkst du, die legen sich mit der Armee an? Würde mich nicht wundern. Wahrscheinlich ist es die ganze verdammte Bande. Wenn das wahr ist, dann würde es für einige das Ende der Straße sein. Aber allein schaffen wir das nicht. Wir brauchen noch viel mehr Gewehre. Sonst sind wir am Ende in die Hosen gekniffen. Darüber machen wir uns morgen Gedanken. Wir sollten erstmal was essen und vor allem schlafen. Sattel du die Pferde ab und ich suche Feuerholz. Ist gut. Sie sind eingeladen, Miss Consuela, zu Kaffee und Bohnen. Die werde ich zubereiten. Ihr werdet sehen, jedes Pönchen gibt ein Tönchen. Und können wir das Sie weglassen? Consuela reicht. Klar, und jede Erbse ihren Knall. Thank you.
Verdammt guter Kaffee. Verdammt gute Bohnen. Puh, und dabei guckt sie wie eine Katze, die Küken gefressen. Oh Mann. Also, Consuela, erzähl mal. Woher weiß Reiter von dem Gold? Sie, mein Boss Reiter. Er hat ein Telegramm aus Washington bekommen, von einer Zeitung dort. Der neue Präsident hat befohlen, Gold von der Konföderation... Wow, wow, wow. Der neue Präsident? Sie, Abraham Lincoln ist ermordet worden, erschossen. Mein Boss Reiter glaubt, es ist eine Verschwörung im Gange. Und damit hat er am Ende sogar recht. Wie meinst du das? Na Mensch, denk doch mal nach. Die legen Lincoln um, damit der gekaufte Johnson das Gold nach Tucson bringen lässt und nicht nach Washington. Und der Track geht geradewegs in eine Falle. Bingo. Macht Sinn. Und ob. Würde mich nicht wundern, wenn auch Soldaten geschmiert sind wie die Rohrmuffen. In dem Telegramm hat gestanden, dass Soldaten aus Iowa abkommandiert worden sind. Also gut, nehmen wir mal an, du hast recht. Dann schaffen wir die auf keinen Fall allein. Da brauchen wir eine Menge Hilfe. Ich wüsste da jemanden. Wen? Kitty. Kitty? Ja. Wenn ich mich nicht irre, hat sie eine kleine Ranch dort in der Nähe. Ich habe schon seit einer halben Ewigkeit nichts mehr von ihr gehört. Wer ist diese Kitty? Kitty ist eine unserer Schwestern. Stur wie ein Maulesel, nur wesentlich gefährlicher. Wir sind zusammen auf einer bescheidenen Farm in der Nähe von Tucson aufgewachsen, bis diese verfluchten Schweine alles niedergebrannt haben und wir unseren Paar verloren. Ah, ich verstehe. Deshalb seid ihr jetzt hinter denen her. Ja, und wir werden es ihnen heimzahlen, diesen verfluchten Bastarden. Jedem Einzelnen werden wir es heimzahlen. Also, wenn sie noch da lebt, können wir ihre Hilfe gut gebrauchen. Aber das reicht immer noch nicht. Oh, darüber zerbrechen wir uns morgen den Kopf. Es dauert nicht lange, bis Cat und Consuela eingeschlafen sind. Sunny blickte noch eine Weile in das Lagerfeuer und jeder Funke, der in den sternenklaren Nachthimmel fliegt, scheint mit einer Erinnerung behaftet. Ihr wird seit langem wieder warm ums Herz, als sie sich daran erinnert, wie sie als Kind mit ihren Schwestern auf der Straße von Tucson mit anderen Kindern noch völlig unbekümmert spielte. Sattelt die Pferde, sie dürfen uns nicht entkommen. Hallo, darf ich mitspielen? Klar, ich bin die Sunny. Das sind meine Schwestern. Cat, Kitty, Katie, Mary Sue, Heather und Jill. Und wer bist du? Wow, so viele Schwestern. Ich bin die Tina. Meinem Paar gehört da der Saloon. Spielen wir Saloon? Au ja, wenn ich groß bin, dann habe ich auch einen Saloon. Ich nenne ihn Velvet Rose. Und er wird der größte und schönste Saloon im ganzen Westen. Jeden Tag Musik und die schönsten Zimmer. Hier kommt Sunny Dalton, die gefährlichste Revolverheldin im ganzen Westen. Peng, peng, peng. Oh-oh. Ihr Satansberaten, ihr Verdammten. Jetzt aber nichts wie weg. Die Sonne in Iowa ist noch nicht ganz über Fort Cottonwood aufgegangen, als sich der Himmel bereits blau färbt. Ein Soldat bläst zum Appell, während zwei noch schlaftrunkene Männer die Flagge der Union hissen. Colonel McLean und Lieutenant Adestein warten bereits in sauberen Uniformen vor dem Flaggenmast. Ihre Gesichter spiegeln Entsetzen wieder über die übrigen Soldaten, welche nur widerwillig und verschlafen aus ihren Schlafbaracken erscheinen und versuchen, Aufstellung zu nehmen. Das ist der Rest. Darf ich vorstellen, die Kompanie der Vergessenen. Ach du liebe Zeit, wie soll ich mit diesem traurigen Haufen einen Track eskortieren? Geschweige denn ein neues Fort. Er erstarrt Satans Reich im Eis. Hallo, ist jemand zu Hause? Und was ist das jetzt? Oh, also das muss der neue Koch sein. Unser Kompaniekoch hat sich gestern aus dem Staub gemacht. Grundgütiger. Also dann kümmer du dich um den Koch. Wird sofort erledigt. Guten Morgen allerseits. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Mein Name ist Colonel McLean. Auf Befehl des Präsidenten der Vereinigten Staaten übernehme ich das Kommando über die 6. Kavallerie.
Sie, die ehemalige 9. Infanterie, sind ab heute die 6. Kavallerie. Da Sie sich entschlossen haben, der Armee weiterhin zu dienen, erwarte ich, dass Sie alle in einer Stunde abmarschbereit sind. Unser Befehl lautet, nach Texas zu reiten und dort einen Wagentrack nach Tucson, Arizona zu eskortieren. Sobald wir dann in Tucson sind, wird das Fort Lowell unser neues Zuhause sein. Aufbruch in einer Stunde. Weggetreten! Oh, meine Liebe. Colonel, darf ich Ihnen unseren neuen Koch vorstellen? Mr. Pepe. Aber ja, Chérie. Hier haben Sie bestimmt Pepe. Etwas Hardware für dich. Pepe Medalo, bonjour. Ich hörte, Sie suchen einen Cuisinier, einen Koch. Nun, ich suche sicheres Geleit. Wir werden sicher beide einen Vorteil haben. Also gut, Mr. Pedalo. Nennen Sie mich einfach Pepe. Pepe, na schön. Lieutenant Edderstein wird Sie mit allem vertraut machen. Entschuldigen Sie mich bitte. Hafer wird das Einzige sein, was wir noch haben. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Vorratskammer. Mal sehen, was noch übrig ist. Wahrscheinlich nur noch Büchsen mit Bohnen. Einen Wagen und ein Gespann haben Sie ja, wie ich sehe. Na, ja, vertrauen Sie, Pepe. Ich bin es gewohnt, aus wenigen Zutaten etwas Schönes zu zaubern. So, da wären wir. Wie Sie sehen, Bohnen, Bohnen und Bohnen. Das ist alles, was noch übrig ist. Warten Sie hier, ich hole Ihnen ein paar Soldaten, die beim Verladen helfen. Williamson! Bartlett! Kommen Sie von der Balustrade runter und helfen Sie dem Koch beim Aufladen! Sie sollten mal lieber hier raufkommen und sich das anhören. Ja! Oh Mann, dümmer als eine Tüte Mücken. Fangen Sie doch schon mal an und nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Bien sûr, natürlich. Was zum Teufel ist jetzt schon wieder los? Warum haltet ihr hier Maul auf dem Pfeil? Wir brechen gleich auf. Hören Sie das? Klingt wie ein riesiges Powwow. Na und? Das ist doch nichts Ungewöhnliches. Ja, aber so laut habe ich das in all den Jahren noch nie gehört. Genau. Hört sich so an, als sei der ganze Stamm auf den Beinen. Ich meine, da ist bestimmt was im Busch. Also gut, Private Williamson, da Sie sich schon freiwillig melden, sehen Sie nach, was da im Busch ist. Und machen Sie mir Meldung. Aber ich hab doch... Und nehmen Sie Private Bartlett mit. Ach, verdammt. Ich meine, ja, Sir, Ma'am. Na, da hast du uns ja ganz schön in die Jauche geritten. Ach, lass mich doch in Ruhe. Corporal Jordan, helfen Sie dem Koch beim Verladen des Proviants. Sie, der Nette. Ach, und Corporal, telegrafieren Sie nach San Antonio, dass wir uns auf den Weg machen. Quero, Tendete. Oh, und ein weiteres nach Tucson. Schreiben Sie an den dortigen Bürgermeister, dass wir in ein paar Tagen in das Fort Lowell einrücken werden. Entendido, Tendete. Captain Taylor? Ja, kommen Sie rein. Colonel McLean lässt fragen, wie es mit den medizinischen Vorräten aussieht. Wenn sie Fußpuder will, davon haben wir reichlich. Verstehe. Ansonsten ist so gut wie nichts mehr da. Naja, laden wir auf, was wir noch haben. Lieutenant! Oh, Schande. Ja, Colonel? Wie sieht's aus? Gar nicht gut, Colonel. Die Soldaten, die noch hier sind, sind der letzte Husten. In der Vorratskammer sind nur noch Bohnen. Das Lazarett ist so gut wie leer und die Lakota halten ein Powwow ab, das man bis hierher hören kann. Ich habe 2 Speer ausgeschickt. Wenn du mich fragst, und ich weiß, das wirst du nicht. Die müssen verrückt sein, uns noch mit irgendwas zu beauftragen. Es fragt dich aber keiner. In einer halben Stunde rücken wir aus. Und sammel deine Späher besser ein, bevor sie sich blutige Nasen holen. Zu Befehl! Mit jedem Yard, dem sich die beiden Soldaten dem Lakota-Lager nähern, werden die Gesänge der Indianer lauter und lauter und die Privates zunehmend nervöser. Wir sollten absitzen und zu Fuß weiter. Die Pferde sind schon verdammt unruhig. Du hast recht. Wenn uns die Gäule hier durchgehen, sind wir verloren. Hier, mach mein Pferd gleich mit fest. Schleichen wir uns da lang. Psst. Pass bloß auf, wo du hintrittst. Wir sind langsam nah genug. So nah habe ich die noch nie gesehen. Vorsicht, da vorne eine... Verdammt nochmal! Wurzel. Verdammt! Mein Bein, fluch, tut das weh. So ein Mist, so ein verdammter Mist. Mensch, sei doch leise. Die hören das doch. Williamson und Bartlett erstarren vor Schreck. Au, wo geht's, Juppi? Noch niemals waren sie einem Indianer so nah. Was wird passieren? Wird er sie töten?
Zwei jungen Soldaten, die noch nie um Leben und Tod kämpfen mussten, stehen Auge in Auge mit einem Lakota-Indianer, der nur ein paar Armlängen von ihnen entfernt mit lässig überkreuzten Armen an einem Baum gelehnt steht und ihnen gerade zuwinkt. Gut, dass Lieutenant Adderstein die beiden Kavalleriepferde noch vor den Indianern entdeckt hatte und die beiden Privates nicht gerade die flottesten Späher von Iowa sind. So konnte sie einen Warnschuss in eine Zeder abgeben, neben welcher der Native auf die beiden Privates gewartet hatte. Der Lakota, der die drei Weißen natürlich längst gesehen hatte, zögerte nur kurz. Sollten sich die Weißen doch selbst um ihren Verletzten kümmern, wo das Fort doch eh schon im Aufbruch war. So befand der Lakota den Dreien zum Abschied noch freundlich zuzuwinken, bevor er keckernd lachend zu seinen Brüdern in den Tanzkreis zurückkehrte. Kommt schon, ihr Holzköpfe! Los, nichts wie weg hier. Kannst du laufen? Ich glaub schon. Ich helf dir. Stütz dich auf mich und dann nichts wie weg. Oh, verdammt nochmal. Ich hätte mir fast in die Hosen gemacht. Bewegt euch. Ihr solltet ausspähen und euch nicht zum Kaffee einladen lassen. Können wir das später besprechen, Lieutenant? Macht, dass ihr zurück ins Fort kommt, ihr Traumtänzer. Im Fort Cottonwood sind bereits alle zum Abmarsch bereit. Ein Dutzend Soldaten zu Pferd stehen in Zweierreihen darum bemüht, ihre Pferde ruhig zu halten. An der Spitze eine entschlossene Colonel McLean, gefolgt von 6 Soldaten zu Pferd. Hinter der ersten Gruppe Reiter Captain Taylor mit einem Planwagen, auf dessen Plane das Symbol der 6. Kavallerie in Eile genäht wurde. Pepe mit seinem Versorgungswagen in der Mitte, gefolgt von einer zweiten Gruppe Reiter. Ein kleiner, schmutziger Beagle rennt bellend die Aufstellung ab, als würde er das Kommando übernehmen wollen, als Lieutenant Adderstein mit den beiden Privates im Schlepp das große Tor zum Fort passieren. Privates, Sie beide bilden die Nachhut. Jawohl, komm schon. Na, Lieutenant, machen uns die Indianer Probleme? Nein, ich glaube nicht. Wahrscheinlich feiern die, uns loszuwerden. Als ob die das wüssten. Das weiß man bei denen nie. Von mir aus. Captain Taylor, wie sieht's aus? Alles in Ordnung. Mr. Pepe? Bien sûr. Von mir aus können wir debattieren. Nehmen Sie die Flagge, Lieutenant. Signal zum Abmarsch. Und vorwärts! Jo! 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 In der Wüste New Mexicos steht die Sonne bereits hoch am Himmel und brennt seit Stunden unbarmherzig auf die zwei Schwestern und ihre Begleiterin Consuela herab. Bei der Hitze braucht man sich nicht mal über Klapperschlangen, Taranteln, Skolopender oder Skorpione Gedanken zu machen. Selbst diese Tiere suchen bei diesen Temperaturen Zuflucht in tieferen Erdlöchern. Nur den trägen Gila-Echsen scheint das nichts auszumachen. So trottet die Gruppe mit gesenkten Köpfen durch die stehende Hitze, die nur am Horizont die trügerischen Spiegelungen zulässt, die schon manchen unerfahrenen Gringo auf einer verzweifelten Suche nach Wasser in die Irre geführt haben. Mist, kein Wasser mehr! Ist nicht schlimm, aber ich würde meine leere Feldflasche nicht wegwerfen. Wir sind bald aus der Wüste raus. Meine Flasche, meine Entscheidung. Wie kommst du darauf? Hier sieht doch fast alles gleich aus. Ist nur so ein Gefühl. Ja?
Sieh mal nach oben. Wir haben auch so ein Gefühl, nämlich, dass wir hier bald verrecken. Seht euch mal lieber das da an. Was? Na, dort drüben, auf dem Hügel da. Da steht doch einer. Ist das ein Indianer? Ein Indianer. Mitten in der Wüste. Euch hat die Sonne wohl schon das Hirn verbrannt. Seht doch, er kommt auf uns zu. Das ist mit Sicherheit keine Illusion de los Sentidos. Täuschung von der Sonne. How? Hola. Er sagt Hallo. Hallo. Du verstehst, was er sagt? Un poquito. Ein bisschen. Er ist ein Lakota-Indianer. Verdammt weit weg von zu Hause. Achiprepi. Achiprepi, manke. Er sagt, dass er auf uns gewartet hat. Wie ist das möglich? Ich meine, woher weiß er, dass wir... Woi hamle, manito tranka kile, wo blakelo. Lechia, woi jure ota, wo karina, ehasch, woi ahupte, jeva jinktelo. Er sagt, dass er einen Traum hatte von dieser Wüste und dass er hier die Antworten auf seine Fragen finden soll. Hamle wa chiecha, woi hamle wa, dokel chioshpa je mitrawaki, ovichak je, ovakiecha makipazo. Eine Vision zeigte ihm, wie er seinem Stamm helfen könne. Akichita lila ota, suyaya pichimpi, keash akichita san iota, wola krota gaha pichimpilo. In seinem Stamm gibt es viele Krieger, die kriegsbereit sind, aber noch mehr, die Frieden wollen. Tioshpa jeni trava u trovitsa jetsch und pina a, mich me je tioshpa jen mitrava u. Voyu unian mignamla vachielo, vitae la unkiza pikea, i pachla ya wo achtium ki trava piki, ungluce piktelo. Er hat euch in dieser Vision gesehen und weiß, dass ihr Schwestern Vergeltung für eure Familie sucht. Er sucht Ehre zu erlangen für seinen Stamm und die Geister haben ihm gesagt, dass seine Krieger und ihr gemeinsam einen Kampf zu bestehen habt, Seite an Seite, was allen helfen wird. Wo hier unio happy hantas, wanari giena, lila uis iun tropiktelo. Und chasi kapina, ha, chante und chicha peklo. Die Geister haben eine große Belohnung versprochen. Wut und Schmerz rügen seine Krieger in ihren Herzen. Mitraok shila keena tranish lechia upi, chanke, ukichesi und kitrava pike etranish. Er sagt, dass seine Krieger entweder ganz in der Nähe oder auf dem Weg zu uns sind. So genau habe ich das nicht verstanden. Auf jeden Fall will er uns begleiten und uns beistehen im Kampf. Wer hätte das gedacht? Das kann jetzt genau die Hilfe sein, die wir brauchen. Ein aufgewühlter Indianerstamm, der sein Seelenheil darin sucht, uns zu helfen? Warum denn nicht? Einem geschenkten Barsch schaut man nicht in Arsch. Ja, ich weiß schon. Also gut, ich bin einverstanden. Sag ihm, er kann uns begleiten. Wir reiten nach Texas. Er sagt, dass er erfreut ist und dass er uns folgt. Und seine Krieger werden nachkommen. In San Antonio steht die Sonne im Zenit am Himmel und brennt unerbittlich auf die Stadt herab. Jeder, der kann, meidet das gleißende Licht und seine Glut. Sogar die Hühner suchen kühlenden Schatten in ihren Verschlägen. Wenn sich hier ein Lüftchen regt, dann nur, um heiße Luft durch andere heiße Luft zu ersetzen. In der Kantina werden die Outlaws gerade wach und stöhnen nach einer durchsoffenen Nacht. Völlig erschöpft und halb verdurstet erreichen zwei von Sand und Staub angegraute Gestalten die kleine mexikanische Stadt. Sie fallen vor Müdigkeit fast aus ihren Sätteln. Der Outlaw-Boss Bronco erwartet sie bereits ungeduldig. Da seid ihr ja endlich. Wo zum Teufel sind Jack und Billy? Sie sind tot. Was heißt tot, Steve? Ihr solltet doch nirgendwo Ärger machen. Wir bekommen wohl Probleme, Boss. Zwei Gun Girls haben Billy in Tucson erkannt und ihn umgelegt. Ihr seid doch das dämlichste Stück Affe, das ich kenne. Und wo ist Jack abgeblieben, Frank? Ach, Jack hat sich von so einem undankbaren mexikanischen Miststück eine Kugel eingefangen, als wir uns an ihren Vorräten bedienen wollten. Er sollte ja nur das Wasser greifen, aber nein,
Der Idiot will auch noch die Bohnen mit Speck mitgehen lassen und klappert mit den Pfannen so laut, dass das Luder aufgewacht ist. Naja, eine blaue Bohne hat er ja wohl gekriegt. Hey, Smiley, komm her und helf den beiden vom Gaul. Ja, sicher. Komm her, du Schweiß ihn in den Fluss, damit sie sauber werden. Danach können sie was essen. Tuko, kümmere dich um die Gäule. Wird gemacht, Boss. Mike, komm her. Ja, Boss? Du siehst am ehrlichsten aus von den ganzen Lumpenhunden und du passt am besten in die Klamotten, die ich besorgt habe. Zieh sie an. Hier, steck dir auch den Stern hier an. Deine Aufgabe ist es, den Track in unsere Falle zu locken. Das ist ein Marshall-Abzeichen. Wo hast du den denn her? Von jemandem, der es nicht mehr braucht. Frag nicht so blöd. Und zieh dir eine andere Weste drüber. Die hat ein Loch zu viel im Rücken. Na, du machst mir Spaß. Bronco breitet eine Karte auf dem Tisch aus und beschwert die Ecken mit Gläsern und Flaschen des gestrigen Gelages. Er tippt mit dem Lauf seines Colts auf eine ganz bestimmte Stelle in der Nähe des Rio Grande. Pass jetzt gut auf, Mike. Ich zeige es dir hier auf der Karte. Hier ist San Antonio. Durch Chihuahua werden die nicht wollen. Also nehmen die bestimmt diese Route nördlich vom Rio Bravo, den die Gringos Rio Grande nennen. Da ist der Pecos und dort ist die Stadt Hitching Post. Da wimmelt es von Tagedieben. Dort treffen wir auf einen Lumpenhund namens Gent. Er hält seine Banditen an der kurzen Leine, damit wir die Stadt sicher passieren können. Hier, 5 Meilen weiter südlich an der dritten Kehre des Rio Bravo ist ein kleiner Canyon, der für Trex ein Tor zwischen Pecos und Rio Bravo nach Westen bietet. Dort werden wir uns verschanzen. Es gibt nur einen Weg, rein oder raus. Am Canyon vorbeizureiten ginge, aber für die Kutschen würde es Tage dauern. Weiter im Norden kommt schon der Pecos, im Süden der Rio Bravo. Das Gelände dazwischen ist zu unwegsam für einen Wagentrek. Der Trek wird hier, auf dem Weg nach Westen, also durch diesen Canyon müssen. Und du sorgst dafür, dass sie genau diesen Weg nehmen. Du wirst dich als ein Marshall ausgeben, der den Auftrag hat, den Trek als Scout zu begleiten. Niemand wird das in Frage stellen. Und lass dir Zeit. Ich will, dass wir die Sonne im Rücken haben, wenn ihr in den Canyon reitet. Ich werde das Kind schon schaukeln, Boss. Mach dir keine Sorgen. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Alles hängt von dir ab. Ich würde es ja selber machen, aber meine Visage verschönert zu viele Steckbriefe in der Umgebung. Am Arsch ist der Büffel fett. Ich mach das schon. Du wirst einen Schuss hören. Wenn du dich vom Pferd fallen lässt, wissen wir, dass alles nach Plan läuft. Wenn es losgeht, halt deinen Schädel unten. Ich bin ja nicht von gestern. Macht euch bereit, Männer. In einer halben Stunde brechen wir auf. Dank dieser Trottel eher als geplant. Oh Mann. Oh, früher reitet doch nur der Pony-Express los. Vielen Dank auch. Ist ja nicht das erste Mal. Idioten. Naja, immer das Gleiche. Bewegt euch. Und Mike. Was? Du weißt jetzt, was du zu tun hast. Ja, vermassel es ja nicht. Ist ja nicht das erste Mal. Immer muss ich diesen Scheiß machen. Die Sonne über Texas ist im Begriff unterzugehen und färbt den Himmel in ein dunkles Rot. Mit der Sonne senken sich auch die Temperaturen, als sich Sunny Cat, Consuela und der Lakota-Krieger einem großen Begrenzungsstein einer scheinbar endlos großen Ranch nähern. Auf dem Stein ist ein großes D eingeschlagen und mit goldener Farbe ausgemalt. Sieh dir das mal an. Was denn? Na da, der Stein. Das ist ein D. Eingemeißelt und in Gold ausgearbeitet. Das sehe ich selber, du Nuss. Unser Familienwappen ist ein goldenes D. Hat es damit irgendwas Besonderes auf sich? Für mich sieht das nur wie ein Begrenzungsstein aus. Das goldene D stand schon immer für unsere Familie. Unsere Mama hat damit fast alles verziert. Sogar auf unsere, naja, Sabberlätzchen hat sie es gestickt. Ich trage es auch auf meinem Colt. Hier, siehst du? Eure Colts lasst mal lieber stecken. Ich habe einen außerordentlich nervösen Zeigefinger, müsst ihr wissen. Was zum Teufel? Ruhig, Sunny. Wir wollen keinen Ärger. Nimm die Hand vom Halfter. Ganz langsam. Consuela, der Indianer soll sein Messer stecken lassen. Tranquilo. Déjales a ellas. Pram blusinte. Namazavakra trabakena. Trashunke kiko y wakshuk. Dios mío, por favor. Tranquilo, nos matarán a todos. Gut so. Ihr seid hier auf Privatbesitz. Was habt ihr verloren? Sieht so aus, als wärt ihr durch die Wüste geritten und wer das auf sich nimmt, hat meistens was ausgefressen. Jetzt machen Sie mal halblang, Mister. Ah, schön ruhig. Als erstes schnallt ihr eure Gürtel ab. Ganz langsam. Also gut, tun wir's. Und die Messer. Das vom Indianer auch. Deja las armas, por favor. Wacht. Technik. Er sagt,
Er will es aber später wieder haben. Ich sagte Ihnen, wir wollen keinen Ärger. Andernfalls würden Sie schon lange nicht mehr im Sattel sitzen und große Töne spucken. Wir sind keine verdammten Pferdediebe. Okay, okay. Wir sollten uns alle wieder beruhigen. Sagen Sie, Senor... Ames. Senor Ames, sagen Sie, dieser goldene Buchstabe dort auf dem Stein, was bedeutet er? Das D steht für die Besitzerin dieser Ranch. D wie Dalton. Na dann werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Colts, Mister. Wie Sie sehen, schmücken unsere Waffen das gleiche goldene D. Wir sind auch Daltons, Mister. Du kannst ihm ja deinen Sabberlatz zeigen. Schnauze. Also dem Mundwerk nach könntet ihr tatsächlich verwandt sein. Also gut, ob das so ist, soll Miss Kitty klären. Ihr gehört das hier alles. Die Metallspucker nehme ich, Miss, Consuela Lopez. Miss Lopez. Heben Sie die Waffen auf und reichen Sie sie mir. Seien Sie so freundlich. Ach, der Butter. Wie bitte? Ich sagte meinetwegen. Wehe, Sie lassen sie fallen. In meinen Satteltaschen sind sie gut aufgehoben. Reitet voran. Dort denn. Ist es sehr weit, Senor Ames? Nicht sehr weit. Das muss eine sehr große Hacienda sein. Ja, Kitty war schon immer sehr geschäftstüchtig. Weißt du noch, wie sie damals diesen faulen Dampfer aufgetrieben hat? Die Pride of Texas. Mann, war das ein Abenteuer. Abenteuer? Wir wären fast alle abgesoffen. Texas, I'm going home to see the wild man I felt her heart belongs to me. I traveled down some dusty roads, I slipped out in the rain, but this yellow rose is always here when I come home again. From hell, she's a diamond of the desert, she's a golden flower spring, she's the yellow rose of Texas, she can make a man a king. Okay, da wären wir. Hey Kitty, du hast Besuch. Wen zum Teufel schleppst du jetzt schon wieder an? Wir haben genug Cowboys. Die Ladies hier behaupten, Verwandte von dir zu sein. Howdy, Kitty. Na, hol mich doch der Teufel. Wen hat die Katze denn da angeschleppt? Was treibt euch denn in diese Gegend? Na, wir wollen dich einfach mal besuchen. Blödsinn. Ist schon gut, Ames. Das sind wirklich meine Schwestern. Nicht gerade die besten von allen, aber immerhin. Na hör mal, hast du schon vergessen, wer dir mehr als nur einmal den Hintern gerettet hat? Du warst es auf jeden Fall nicht. Ach so, richtig. Schön, euch mal wiederzusehen. Wir sind eure Freunde? Das ist Consuela Lopez, rasende Reporterin aus Tucson. Howdy. Hola. Und die Rothaut ist Crows, ein Lakota Sioux War Chief. Ah, weit weg von zu Hause. Dagote. Oh, what should you be?
Er sagt, du bist die dritte von denen, die ihr eins seid. Ja, woher weiß er? Egal, jetzt kommt erstmal rein. Ihr müsst einen Bärenhunger haben und ihr könntet ein Bad vertragen. Du hast dir hier ja was Schönes aufgebaut. Wen hast du übers Ohr gehauen, um an diese große Ranch zu kommen? Naja, das ist eine lange Geschichte. Doksha akichita mitrava kehena upiktelo. Hena et kiashung aman piktelo. Wie bitte? Er sagt, dass seine Krieger bald ankommen werden und er ihnen entgegenreiten will. Moment mal. Seine Krieger? Wie meint er das? Sag mal, was habt ihr schon wieder für ein Ding vor? Wir erklären dir alles. Glaub mir, wir waren genauso überrascht. Also schön. Amos, sei doch so gut und reite mit raus. Ich will nicht, dass unsere Cowboys losballern, wenn sie plötzlich Indianer auf unserem Land sehen. Ist gut. Mitra hokshi la kilena, luchi pikte yelakra. Hm? Er sagt, sie werden bestimmt großen Hunger haben. Ah, naja, ein Longhorn-Rind mehr oder weniger. Sie können sich ein Rind schlachten, nichts dagegen. Os podéis coger una vaca. Pilama yayelo. Er bedankt sich. Keine Ursache. Also, wir könnten auch was zu essen vertragen. Erstmal könntet ihr ein Bad vertragen. Euer Geruch würde eine Schlange ein Seil hochtreiben. Oh, wir haben Gäste. Hat mich meine Nase doch nicht getäuscht. Man kann ja kaum atmen. Also gut, wir nehmen ein Bad. Das ist Jasmine, Amos Frau und Haushälterin auf der Ranch. Nabend. Oh, hoffentlich haben wir auch genügend Seife im Haus. Lass mich vorher noch mal einen Blick auf deine Schusswunde werfen, Consuela. Wir sollten den Verband wechseln. Das mache ich schon. Ihr geht Wasser holen. Gut, wir gehen Wasser holen. Sonst gibt ihr ja doch keine Ruhe. Neben dem Haus stehen Waschzuber. Bringt ihr auch gleich mit rein. Ja, bringen wir mit. Und beeilt euch, bevor die ganzen Fliegen kommen. Hau lieber ein paar Steaks in die Pfanne. Mein Magen hängt mir schon auf den Knien. Eins nach dem anderen. Ihr kriegt schon was zwischen die Zähne. Das sind also welche von den berühmten Dalton Sisters? Die sehen genauso brav aus wie du. Was du nicht sagst. Zu brav für gewissenlose Gun Girls. Naja, ein paar Dinge haben wir schon zusammen gedreht. Das letzte Mal sind wir vor dem Krieg alle sieben gemeinsam geritten. Ist schon eine ganze Weile her. Ich will damit sagen, du hast dir hier was aufgebaut. Schmeiß das nicht einfach weg, um mit denen wieder krumme Dinger zu drehen. Mach dir mal keine Sorgen. Ich weiß, was ich habe und das will ich auch behalten. Dein Wort in Gottes Ohr. So, das war's schon, Consuela. Ist nur ein Steckschuss gewesen. Es heilt bereits. Das freut mich zu hören. Du kannst mir in der Küche helfen, den Ofen anzufeuern, damit wir genügend Wasser heiß bekommen. Sehr gerne. So, hier ist Wasser. Gut, in den großen Topf damit. Das reicht aber noch lange nicht. Ihr wollt doch richtig sauber werden. Mann, ist das eine Furie. Und so krumm wie eine Katze, wenn sie wirft. Was? Ich sagte, du hast recht. Hey, hilf mir mal jemand mit den Zubern durch die Tür. Fass mal mit an, Kitty. Ja, ich helfe dir ja schon. Hier, ein guter Platz. Ja, da stehen sie gut. Das Wasser ist auch heiß genug. Jetzt bist du mal dran mit Wasser schleppen, Cat. Ja, ja. Das tut mal richtig gut. Na sowas. Verzeihung. Schwesterlein hat Luft verloren. Schnauze, Kitty. Na, dann rückt mal raus mit der Sprache. Warum reitet ihr durch die Wüste? Um mich zu besuchen, hättet ihr auch die Postkutsche nehmen können. Es war vor ungefähr 3 Monaten. Da fiel mir ein Steckbrief in die Hände. Du bist Kopfgeldjägerin? Naja, von irgendwas muss man ja leben. Auf jeden Fall wurde da ein Kerl wegen Viehdiebstahl gesucht, den wir nur allzu gut kennen. Wer? Der Kerl war damals an dem Überfall auf unsere Ranch beteiligt. Ich habe seine Spur bis nach Houston verfolgt und ihn dort auch gefunden. Hier ist heißes Wasser für das zweite Bad. Wirf mir mal die Seife rüber. Hier. Oh ja, ich hatte schon eine halbe Ewigkeit kein Bad mehr. Seit der Rio Grande das letzte Mal Hochwasser hatte, habe ich nicht mehr so viel Dreck gesehen. Hier ist noch ein extra großes Stück Seife und eine Bürste. Erzähl weiter, was ist passiert?
Sunny hat ihn umgelegt. Ja, aber erst nachdem er gesungen hat. Die Bande, mit der er reitet, hat hier in Texas was Großes vor. Was genau, hat er nicht gesagt. Weil du ihn ja über den Haufen schießen musstest. Ja, ja. Deshalb hattet ihr es so eilig, hierher zu kommen. Und ihr denkt jetzt, das ist dieselbe Gang wie damals? Möglich. Und wenn, dann holen wir sie uns. Gib mir auch mal die Bürste, Cat. Oder schrubbt mir wer den Rücken? Wir drei allein? Du machst also mit? Ja. Hier, die Bürste mit extra weichen Borsten. Trotzdem sind wir nicht genug. Nicht unbedingt. Wie meinst du das? Ich meine die Indianer. Die helfen uns. Und ich komme auch mit. Das ist eine sehr gute Story. Ich nenne sie Daltons Revenge. Wir müssen nur herausfinden, was die vorhaben, damit wir ihnen in die Suppe spucken können. Das ist alles. Das ist alles? Naja, möglicherweise haben die es auf den Track abgesehen, der von San Antonio aus starten soll. Ich hörte, es soll auch heimlich eine Menge Gold transportiert werden. Aua! Da sind ja Kaktusstacheln drin und keine Borsten. Wir sollten die Bürste nachher draußen eingraben. Vielleicht wird ein prächtiger Saguaro daraus, jetzt wo sie gewässert ist. Ja, Gerüchte. Seit ein paar Tagen treiben sich Bundesmarschalls in der Gegend rum. Da reden die Leute nun mal. Mr. Reiter, mein Boss, hat die Information, dass ein Trupp Kavallerie aus Iowa geschickt werden soll, um einen Track zu beschützen. Dann wird da wohl was dran sein. Aber mit Outlaws und Yankees können wir es nicht aufnehmen. Leute, das könnt ihr vergessen. Moment mal. Niemand sagt, wir sollen uns mit den Yankees schießen. Wir können ihnen ja helfen. Oder noch besser, wir warten einfach ab. Und dann sind da noch die Indianer, wenn die uns helfen. Das ist aber ein großes Wenn. Andererseits rechnet niemand mit denen. Vielleicht haben wir doch eine Chance und einen Überraschungsmoment auf unserer Seite. Überraschung? Wohl eher nicht. Wieso nicht? Einen haben wir in Tucson erledigt. Einen zweiten hat Sunny in der Wüste zur Hölle geschickt. Hey, Consuela hat ihn angeschossen. Ich hab's nur zu Ende gebracht. Aber zwei weitere sind uns einen guten Tagesritt voraus. Was ich damit sagen will, die wissen, dass jemand hinter ihnen her ist. Trotzdem. Naja, ich wüsste da vielleicht noch was. Einen Vorteil hätten wir noch. So, hier ist heißes Wasser für Consuelas Bad. Ich hab ein paar Steaks in die Pfanne gehauen. Also raus aus dem Wasser und kipp die Lauge hinters Haus. Mir gehen sonst die Rosen kaputt. Das riecht aber gut. Da lacht das Herz. Hier habt ihr ein paar Handtücher. Später mache ich einen neuen Verband mit ein paar Kräutern. Oh, ja. Schön, so ein Bad. Du hast nicht zufällig was zu trinken da? Da steht Milch auf dem Tisch. Naja, ich habe da drüben einen schönen Brandy stehen sehen. Wäre doch schade, wenn der... Schon gut, schon gut. Warum nicht? Ich meine ja nur... Genau, ja, genau. Das meine ich ja auch. Esst euch erstmal satt. Morgen früh will ich euch noch was zeigen, was uns vielleicht doch noch einen Vorteil verschafft, wenn eure Indianerfreunde uns wirklich helfen wollen. Aber jetzt will ich zu Bett gehen. Es war ein langer Tag. Wir essen auch unsere Teller leer. Wie es sich gehört. Und mach dir keine Sorgen um deinen Brandy. Ich zeige euch gleich das Gästezimmer. Dort sind auch ein paar Nachthemden. Eure Klamotten könnt ihr morgen selber waschen. Gute Nacht. Gute Nacht. Einige Meilen entfernt bereitet sich auch die Kavallerie nach einem ermüdenden Tag auf die Nacht vor. Man kämpft sich einen Weg durch Buschwerk und lichten Baumbestand. Das zunehmende Grün lässt erahnen, dass hier im Untergrund ein wenig mehr Wasser steckt. Colonel, die Truppe fällt fast aus den Sätteln. Wäre hier nicht ein guter Platz für ein Nachtlager? Ja, das sehe ich auch so. Lassen Sie absitzen und ein Lager errichten. Jawohl. Abteilung! Halt! Fertig machen zum Absitzen! Absitzen! Wir bleiben heute Nacht hier. Sergeant Jules, nehmen Sie sich zwei Mann und sammeln Sie Feuerholz. Jawohl. Private Bartlett, laden Sie die Decken ab und verteilen Sie sie. Wird gemacht, Lieutenant. Chefkoch, wie wär's mit Kaffee und Bohnen? Mary, eine...
ausgezeichnete Wahl. Sollen wir unsere drei Wagen im Kreis aufstellen, Lieutenant? Sehr komisch, Private. Haben Sie Ihre Pläne, Corporal zu werden, aufgegeben? Corporal John, kümmern Sie sich um die Pferde. Was sieht denn in der? Da, sehen Sie, unser Späher kommt zurück. Berichten Sie. Ich kann nichts Ungewöhnliches erkennen können. Gut, dann übernachten wir hier. Ruhen Sie sich aus, essen Sie was. Jawohl, Colonel. Na, Colonel. Captain, wie geht's der Truppe? Ganz gut soweit. Die meisten sind nur ziemlich erschöpft. Nur zwei haben sich einen Wolf geritten. Den nehme ich dann morgen auf dem Wagen mit. Gut, gut. Wie geht's Ihnen? Ach, ich bin auch erschöpft. Solche Dauermärsche sind wir nicht gewohnt. Nein. Aber kein Wolf zum Glück. Was denkst du, wie lange wir noch brauchen können? Ach, ich denke noch mindestens einen halben Tagesritt. Wenn wir morgen früh aufbrechen, können wir gegen Mittag in San Antonio sein. Der Kaffee ist fertig. Es gibt also doch noch Patrioten. Oh, die Bohnen brauchen noch ein paar Minuten. Ihr wollt doch sicher nicht, dass morgen auch Sättel sind, perforierte. Nespa? Lieber nicht. Habe schon andere Pläne. Oh Mann, was freue ich mich schon auf ein saftiges Steak im neuen Fort in Tucson. Boah, musst du von Steaks reden, wo ich so einen Hunger habe? Scheiß Bohnen. Jeden Tag Bohnen, ich träume noch von Bohnen. Geht uns doch allen so. Trotzdem freue ich mich und bin gespannt, was uns dort erwartet. Der Krieg ist vorbei. Was soll uns schon erwarten? Außer ruhigen Patrouillen und jeden Abend ein gemütliches Bett. An freien Tagen ein schönes kaltes Bier im Saloon in der Stadt. Und Whisky. Ach, Mensch, Whisky. Ja, Whisky. Quatscht nicht so viel. Ihr seid mit der ersten Wache dran. Wissen wir, Sarge. Man wird doch wohl noch träumen dürfen. Und wenn ihr wieder Indianer seht, bleibt ganz still stehen. Ich schicke euch dann den Lieutenant. Sehr komisch. Komm, gehen wir. Wache schieben. Ja, ja. Übrigens habe ich gehört, ein Apachenstamm lebt nur einen Steinwurf von der Stadt entfernt. Nur so viel zu den ruhigen Patrouillen. Aber es soll auch einen Friedensvertrag geben. Also würde ich mir um den Skype keine Sorgen machen. Jawohl, Colonel. Woher weißt du das? Mit dem Friedensvertrag? Gar nicht, ich habe geraten. Sie und Ihre Apachen, Sarge. Haben Sie noch mehr Schauergeschichten auf Lager? Oh, ich habe da so ein Ziepen im Ohr. Wir reiten nicht direkt nach Tucson, sondern erst nach Texas, um von dort aus einen Track zu begleiten. Na und? Wir sind ja immerhin die Kavallerie, nicht wahr? Was ist das wohl für ein Track, dass der Präsident ausgerechnet uns dafür abkommandiert? Mal unter uns, es gibt Einheiten mit Mehrkampferfahrung. Das riecht in der Tat etwas komisch. Das riecht nicht nur, das stinkt. Mensch, Bartle, du dumme Nuss. Merkst du nicht, dass er dich nur zum Narren hält? Tatsächlich? Du, was ist, wenn... Wenn. Wenn der Hund nicht geschissen hätte, hätte er den Hasen erwischt. Und jetzt halt's Maul. Die Bohnen sind fertig. Na endlich. Auch wenn's mal wieder nur Bohnen sind. Ist doch egal, wovon einem schlecht wird. Der Hunger treibt's rein, der Stolz bringt's runter und der Geiz hält's drin, meine Herren. Für den Colonel und seinen Leutnant eine schöne große Portion Bohnen. Bon Appetit! Was ist denn das für ein grünes Zeug? Das, Madame Leutnant, ist Petersil. Es gibt diesem Gericht dieses gewisse... Je ne sais pas. Siehst du? Sogar mit diesem Jeu-Nö-Dings wie in den noblen Fresstempeln in Washington. Oh mon Dieu! Hey Koch, wie wär's denn mal mit Fleisch? Ich habe heute ein paar Kojoten heulen gehört. Wenn ihr wollt, bereite ich euch einen zu, ihr Banausen. Ach, Schluss jetzt mit dem Gemecker. Esst auf und legt euch schlafen. Wir reiten morgen noch vor Sonnenaufgang weiter. Ich hau mich hin, bevor die Bohnen... Gesundheit! Danke. Sie haben die Truppe ganz gut im Griff, Colonel. Ja, das erwartet man wohl auch von mir. Zum Glück habe ich einen hungrigen Lieutenant. Ich hoffe, das bereitet Ihnen keine Probleme. Inwiefern? Naja, Sie sind Captain und stehen rangmäßig über einen Lieutenant. Erstmal bin ich Ärztin und dann erst Captain. Ihr Lieutenant hat Ambitionen.
Das ist bei unserem Haufen wohl auch ganz gut so. Mann, bin ich vielleicht erledigt. So einen Marsch sind wir wirklich nicht mehr gewohnt. Weiß Gott nicht. Hier, ich habe uns Kaffee mitgebracht. Der ist sogar recht gut. Der ist wirklich gut. Wie ist die Moral unter den Soldaten? Überraschend gut. Die meisten freuen sich auf einen ruhigen Routinedienst nach dem Krieg. Ein paar allerdings sorgen sich auch. Sie fragen sich, warum gerade wir den Auftrag für diesen Track bekommen haben. Das ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Während des Krieges haben wir ausschließlich Telegrafenstrecken gebaut und gewartet. Und jetzt betraut man den eher kläglichen Rest unserer Einheit mit einem geheimen Goldtransport? Vielleicht, weil er geheim ist? Nein, das glaube ich nicht. Entweder die Union hat mehr Soldaten verloren, als man uns sagt. Oder an dem Transport ist was faul und wir laufen in eine Falle. Ich dachte, der Befehl kommt direkt vom Präsidenten. Vom Vizepräsidenten. Lincoln wurde umgebracht, schon vergessen? Und was schlagen Sie vor, sollen wir jetzt tun? Na, wir führen unseren Auftrag aus, aber wir werden aufpassen wie die Luchse und keinen über den Weg trauen, bis wir den Job erledigt haben. Einverstanden. Ich bin auch einverstanden. Und ich hoffe, dass du dich irrst. Ja, das hoffe ich auch. Hast du Wachen eingeteilt? Ja, ich lasse sie alle 2 Stunden ablösen. Okay, gut. Dann legen wir uns jetzt auch schlafen. Ich will früher aufbrechen, damit wir gegen Mittag San Antonio erreichen. Gute Nacht. Schlaf gut, Colonel. Ein paar Minuten grübelt Colonel McLean noch über ihre Lage nach, doch dann übermannt auch sie der Schlaf. I got me a cattle ranch back in 51. Started up a family there with 3 girls and a son. But when the war spread out west and my brothers joined with Johnny Reb, I followed suit and off we rode. Amidst that pomp and circumstance, seemed so clear back then. The land we loved and grew upon belonged in our own hands. But now we're 700 miles from Missouri, and it's been 7 lonely months on the road. So won't you pass me over some of that bourbon and let's make a toast when the bayonets and banners lie buried and we go home. Now Wilson's Creek, we hit 'em good, and damn those Yankees run. But little did we know it then, the hell that was to come, when on the front lines at Elkhorn Tavern, how the northern shells and bullets rained. And when the smoke cleared of my brothers, only I remained. And so I ask you, how much killing will it take till this war is finally over? And if heaven abide, I might just someday get to see my baby nestled up by my side. 'Cause the death here and the dying man, the screaming and blood, it's a nightmare with no ending in sight. But to the beating of the cannon still we fly our battle-torn flag high. Oh, and I guess we'll just keep right on flying it for who knows why. So through the days and sleepless nights, I shudder at the loss. And what a farce to think this fight could justify the cost. So now, comrades, if you make it,
I should fall upon these hills. Would you take my spirit back to my kinfolk and help my wife and kids? 'Cause now I'm 700 miles from Missouri, and it's been 7 lonely months on the road. So won't you pass me over some of that bourbon and let's make a toast to when the bayonets and banners lie buried and we go home. Es ist noch früher Morgen in Texas. Da ist Kitty Dalton schon lange auf den Beinen. Amos hat sich mit einer Kutsche auf den Weg zum Indianerlager gemacht. Seine Frau Chessman und die Reporterin Consuela werkeln in der Küche. Sunny und Cat sitzen auf Verschlafen an einem großen Tisch und reiben sich mühsam ihren Schlafsand aus den Augen. Guten Morgen zusammen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Oh, der frühe Vogel kann uns mal. Oh, der kommt in die Pfanne. Du sagst es. Noch nicht gefrühstückt, was? Nein. Chess wollte was machen. Ihr steht hier alle so verflucht früh auf. Im Moment sieht sie sich Consuelas Verband an. Sag mal, wer hat eigentlich unsere Klamotten gewaschen? Das muss ja mitten in der Nacht gewesen sein. Das muss Samuel gewesen sein. Ein kleiner Negerjunge, der bei mir wohnt. Was? Du hast hier Sklaven gehabt? Natürlich. In den letzten Jahren des Krieges haben wir mehr über den Rio Grande nach Mexiko geschmuggelt, als ich zählen kann. Samuel ist geblieben. Er hat die verrückte Idee, hier Mustangs zu züchten. Warum nicht? Wenn er deine Nase fürs Geschäft hat? Guten Morgen zusammen. Morgen. Wie geht's deiner Schulter? Oh, schon viel besser. Es weitet ja auch nur ein Stexus. Du hast eine wirklich schöne Hacienda. Danke. Wisst ihr, mein Großvater hat hier ganz in der Nähe für die Freiheit Texas gekämpft. Was du nicht sagst. Sí, das stimmt. Ich kann mir denken, was du meinst. Wisst ihr was? Jetzt gibt es erstmal ein kräftiges Frühstück und dann zeige ich euch was. Etwas, wodurch wir doch noch einen Vorteil gegen die Verbrecherbande haben dürften. Dürfen wir auch erfahren, was du genau meinst? Ich habe heute Nacht noch darüber nachgedacht. Und die Lösung ist, euren Freund Crows und seine Krieger besser zu bewaffnen. Aber erst nach dem Frühstück. Ah, das riecht aber gut. Ist es auch. Haut tüchtig rein. Eine riesige Pfanne mit brutzelnden Speck und Eiern wird von Chessman auf den Tisch gestellt. Ein Wirbelwind von Negerjunge, komplettiert mit Brot und einer großen Kaffeekanne nebst Bechern und Besteck, das texanische Stillleben. Willst du nichts? Ich hab schon gefrühstückt. Da habt ihr noch in den Federn gelegen. Das ist der beste Kaffee seit langem. Den habe ich selbst aufgebrüht. Nicht übel. Wir haben gehört, dass du letzte Nacht auch fleißig warst. Wenn ihr damit eure Klamotten meint, die wurden wohl das letzte Mal gewaschen, bevor Babylon untergegangen ist. Na, auf den Mund gefallen ist er nicht. Er hatte schon immer das diplomatische Geschick eines heißen Bügeleisens. Samuel, sei doch so lieb und sattel unsere Pferde. Ist gut. Amos will später ein paar Mustangs einfangen. Darf ich mit? Meinetwegen. Genauso viele Flausen im Kopf wie wir früher. Erinnert dich wohl an uns, was? Ja, irgendwie schon. Mensch, wenn ich an die Abenteuer von damals denke... Die 7 Daltons, das haben sie uns genannt. Ich möchte gerne wissen, was aus den anderen geworden ist. Mary Sue ist in Kalifornien. Sie soll beim Marshall Service arbeiten. Was? Da verdient man doch so gut wie nichts. Jill ist bei einer Zeitung irgendwo im Osten. Sie hat mir den Steckbrief von diesem Billy zugespielt. Mir auch. Wahrscheinlich hat sie ihn sogar selbst gedruckt. Heather ist in Mexiko. Im Krieg haben wir beide beim Underground Railroad kräftig mitgemischt. Und Katie? Ich weiß nicht. Das letzte Mal, als ich sie sah, leitete sie einen Saloon. So einen, wo nur geladene Gäste... Du meinst... Pokerturniere. Ah. Ich habe eure Pferde gesattelt. Jetzt brauche ich aber auch eine kleine Stärkung. Auf den Mund gefallen ist der Kleine wirklich nicht. Er ist ein kleiner Satansbraten.
Und wo reiten wir nun hin? Zu einer alten Missionskirche. Amos und den Indianer treffen wir dort. Du meinst doch nicht etwa Alamo? Doch, meine ich. Ein sehr altes Gebäude mit einer faszinierenden Geschichte. Oh ja, das ist es. Ich habe ja schon von meinem Großvater erzählt. Er war ein Held für mich. Seht doch, man sieht es schon von Weitem. El Alamo. Na, besonders beeindruckt bin ich nicht. Seht doch nur, wie zerschossen hier alles ist. Ein Wunder, dass es noch steht. Sieht auch nicht sehr bewohnt aus. Über 2000 mexikanische Soldaten haben das Gelände um das El Alamo gestürmt, nachdem sie es 13 Tage belagert hatten. Ungefähr 200 Amerikanos, Bauern und Mexikanos hatten sich dort versammelt. Es war eine große Revolution in meinem Land gegen den bösen und gemeinen Diktator Santa Anna. Die Leute in der Gegend reden heute noch davon. Das wundert mich überhaupt nicht. 200 gegen 2000? Die müssen entweder verrückt oder einfach nur dumm gewesen sein. Es sind Helden gewesen. Tote Helden. Dank ihrem Mut gehört Texas nun zu Amerika. Ja, schon gut, schon gut. Da sind wir. Und was machen wir jetzt hier? Einer der Amerikaner war ein gewisser James Bowie. Man erzählte sich, dass er hier eine Menge Silber versteckt haben soll. Ich habe das lange nur für ein Gerücht gehalten, bis mir einer der Sklaven, die wir nach Mexiko geschmuggelt haben, ein paar Details erzählten. Das hat meine Großmutter auch gesagt. Sie und andere Frauen und Kinder wurden verschont damals. So, so. Seit der Schlacht wurde hier nichts mehr gemacht. Außer die Toten zu verbrennen. Helft mir mal, diesen Stein hier zur Seite zu schieben. Der wiegt ja eine Tonne. Also, so langsam machst du mich neugierig. Das ist El Escondrijo. Ein geheimes Versteck. Gib mir mal die Fackel da. Toma. Und ein Streichholz. Da hast du. Das ist eine Treppe. Folgt mir, aber passt auf eure... Aua, verflixt nochmal. Köpfe auf. Dios mio. Also, als die Amerikaner in Alamo gewahr wurden, dass keine Verstärkung kommen würde und sie wohl alle draufgehen, hat Bowie von seinen Sklaven einen Brunnen graben lassen. Darin hat er dann sein Silber versteckt, damit es den Mexikanern nicht in die Hände fällt. Und du hast es gefunden. Das sieht dir zwar ähnlich, aber was nutzt uns das jetzt? Naja, sagen wir, ich habe das Silber versilbert. Hä? Du sprichst in Rätseln. Seht selbst. Hier drüben. Ein ganzer Haufen Kisten. Was ist da drin? Silber? Da drin, Schwesterherz, schlummert unser Vorteil. Gib mir mal das Brecheisen darüber. Hier hast du es. Und jetzt werdet ihr Augen machen. Wow, Henry Repetiergewehre. Das ist ja wie Weihnachten. Die sehen aus wie neu. Sie sind neu. Und in diesen Kisten hier... Winchester Rifles. Nagelneu. Seht mal hier. Jede Menge Peacemaker Gold. Dazu ausreichend Munition für einen zweiten Bürgerkrieg. Wenn wir die Indianer damit bewaffnen, sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Oder was denkt ihr? Ich muss gestehen, ich bin beeindruckt. Hallo? Seid ihr da unten? Amos! Ja, wir sind hier! Ja. Dios mio! Ah, ihr habt die Schatzkammer ja schon geöffnet. Ihr habt euch ja gestern schon kennengelernt. Hallo. Hallo zusammen. Ich habe den Indianer wieder mitgebracht und eine Kutsche dabei. Chess sagte mir, dass ihr hierher wollt. Richtig. Was für einen Eindruck hast du von den Indianern? Ich habe kein Wort von deren Kauderwelsch verstanden. Aber Pete, du kennst ihn. Er ist ein Halbblut und hat mit ihnen geredet. Die haben ein ganzes Rind verputzt. Du sagtest ja, das geht in Ordnung. Dieser Wardchief hat sie aber gut unter Kontrolle. Die machen keinen Ärger. Und was hatten die zu sagen? Dieser Crows hat am meisten geredet. Er schwört sie auf einen, was hat Pete übersetzt, großen und ehrenvollen Kampf ein. Du bereitest dich wohl auch auf was Größeres vor. Stimmt, aber das ist was Persönliches. Du und Chess habt nichts damit zu tun. Ihr kümmert euch weiter um die Ranch. Ach, sag mal, wie viele Indianer sind das eigentlich? Ungefähr 20. Na schön.
Hilf uns mal beim Aufladen. Ich würde sagen, wir nehmen 3 Kisten mit den Winchester, 2 mit den Henrys und 2 Kisten Colts mit Munition. Das sollte reichen. Ein bisschen was will ich ja auch noch behalten. Gehen wir es an. Das wird bestimmt reichen. Mann, ist das schwer. Ach, übrigens. Ich war heute Morgen in San Antonio. So? Seit ein paar Tagen sind 2 Bundesmarschalls dort. Immer öfter bei der Bank. Die bewachen bestimmt das Gold. Konntest du auch sehen, ob die einen Track vorbereiten? Alle reden davon. Mr. Rouge sagte, ein Telegramm sei eingetroffen, dass ein Trupp Kavallerie auf dem Weg sei. Kavallerie aus Fort Cottonwood. Fort Cottonwood? Nie davon gehört. Das ist es auch, was Mr. Reiter an der Sache so komisch findet und ich recherchieren soll. Dagote. How it should be. Consuela, würdest du ihm sagen, dass die Waffen für seine Krieger sind, wenn er im Gegenzug, naja, uns hilft? Las armas son un regalo por vuestra ayuda en la lucha. Ah, vi prekilena un, wo preki chakskes a haskaska lila ota vi chauk te piktelo. Er sagt, dass sie mit diesen Waffen viele weiße Verbrecher töten werden. Aha. Na, hoffentlich nur die richtigen. Vielleicht fährst du lieber mit und erklärst ihnen, wer hier die Verbrecher sind. Ich reite nach San Antonio und sehe mir die Soldaten mal an und versuche noch was herauszukriegen. Wir treffen uns dann auf der Ranch. Vale. Wenn sich welche von der Bande im Ort rumtreiben, werden sie mich nicht erkennen. Pass auf dich auf. Mach ich doch immer! Miss Dawson, das ist ja mal eine Überraschung. Ich habe Sie ja schon lange nicht mehr in der Stadt gesehen. Wie geht es Ihnen denn? Hallo, Mr. Rouge. Ich kann nicht klagen. Die Ranch macht viel Arbeit. Ja, das glaube ich Ihnen gern. San Antonio wird ja auch jeden Tag größer, müssen Sie wissen. Ja, so ist das. Also, was kann ich denn für Sie tun? Ihr Vormann war ja heute Morgen schon da. Sind Sie mit irgendetwas nicht zufrieden? Nein, nein, alles bestens. Aber ich brauche noch Petroleum. Das hat er vergessen. Dann hole ich Ihnen ein paar Flaschen aus dem Lager. Darf es denn sonst noch etwas sein? Nein, das ist alles. Nur Petroleum. Kommt sofort! Da draußen scheint hier richtig was los zu sein. Ganze letzte Woche ein großes Tovabo, aber wie meine liebe Frau immer sagt, wenn das Eisen erstmal geschmiedet ist, muss es ja irgendwann mal heiß gewesen sein. Hm? Mann, da passiert ja was. Ja, ja, du siehst am ehrlichsten aus. Ich würde es ja selber machen. Und wenn es dann schief geht, wen hängen sie dann? Ja, mich. Guten Tag, die Herren. Guten Tag. Guten Tag, Marshall. Mein Name ist Mike Smith, Bundesmarschall. Was ist mit Marshall Douglas? Seine Frau bekommt ein Baby. Schon wieder? Es war ein langer Winter. Hier wird ja auch schon alles vorbereitet, wenn ich mich nicht irre. Ja, die Wagen für den Trek werden gerade beladen. Mhm. Vor allem gutes Saatgut, Weizen, Mais. Unsere Fracht werden wir dann auf die Wagen verteilen. Ja. Aha, was ist mit einer Eskorte? Ein Regiment Soldaten erwarten wir jeden Moment. Aha. Na, dann dürfte ja nichts mehr schief gehen. Ich werde auch mitreiten als Scout. Hoffen wir das Beste. Interessant. Wirklich interessant. Das ist Ihr Petroleum, Miss Dawson. 2 Kisten mit je 6 Litern, das ist alles, was ich noch hatte. Was? Oh ja, das wird reichen. Lassen Sie es stehen, ich lasse es dann später abholen.
Natürlich. Soll ich es mit anschreiben? Ja. Nein, zählen Sie alles zusammen, was ich Ihnen schuldig bin. Ich will meine gesamten Einkäufe bezahlen. Ich gehe nur eben rüber zur Bank. Ja, wie Sie wünschen. Wenn nur alle Ihre Rechnungen bezahlen würden, wissen Sie, die Stadt wächst und wächst und wächst und wächst jeden Tag. Und ich verstehe. Die Rechnung bitte. Ah ja, die Rechnung. Das wären dann 2 Kisten mit Petroleum, die waren von Ihrem Vormann von heute Morgen, plus die Stoffe. Ah ja, die Stoffe von Miss Jasmine letzte Woche. Liebling, wo ist denn der Zettel mit den Waren von Miss Jasmine? Wo die anderen auch liegen, du blinde Nuss. Und lass dich nicht wieder übers Ohr hauen. Ja, Schatze. Alles in Ordnung? Aber ja, wenn ich meine liebe Frau nicht hätte. Erst gestern haben wir die Bolzen in ihrem Hals nachgezogen. Ich verstehe. Wo wäre ich nur ohne sie? Also so, ja, wo war ich? Ach ja, das macht dann 5 hin, 2 im Sinn. Soll ich den bestellten Halfter aus New York direkt mitverrechnen? Warum nicht? Dann kommen da noch 7 Dollar hinzu, dann werden wir bei 7 hin, 3 im Sinn. 57 Dollar und 13 Cent. 57 Dollar. Und 13 Cent. Meine Güte. Highlife in voller Vollendung. Gut, ich bin gleich wieder da. $57. Der hat doch eine Meise unterm Pony. Als würde ich seinen ganzen Laden kaufen wollen. Tag. Einen schönen guten Tag, Miss Dalton. Was darf ich für Sie tun? Ich möchte etwas Geld von meinem Bankkonto abheben. Sehr gerne. Wenn Sie mir bitte diesen Auszahlungsbeleg ausfüllen möchten, wie viel darf ich Ihnen auszahlen? Sagen wir $100, in kleinen Scheinen. Wie Sie wünschen. Da draußen scheint ja einiges los zu sein. Wie meinen? Naja, die vielen Gesetzeshüter da draußen. Ich dachte schon, hier wäre ein Banküberfall. Oh nein, nein, ein Banküberfall. Sehr amüsant. Nicht wahr? Was gäbe es hier schon groß zu stehlen? Es sei denn, ich könnte Sie dazu überreden, Ihr Hauptkonto bei uns zu führen. Nein, danke. Wells & Fargo mag ja ein gutes Transportunternehmen sein, aber als Bank? Nun, wenn Sie Ihre Meinung einmal ändern sollten. Erfahren Sie es als Erster. Guten Tag. Guten Tag. Wells & Fargo und Bankgeschäfte. Da versaufe ich doch mein Geld lieber selbst. Schon wieder zurück, Miss Dalton. Hier sind $60. Schreiben Sie mir den Rest als Guthaben auf. Wird gemacht. Moment. Ein paar Lakritzstangen nehme ich sofort und eine Tüte saure Drops. Aber gerne. Das wären dann 60 Cent. Stimmt so. Aha, man schickt uns tatsächlich die Kavallerie. Willkommen in San Antonio, Texas. Wir haben Sie bereits erwartet. Danke.
Mein Name ist Mike Smith. Das hier sind Marshall Dillon und Marshall Loudwater. Colonel McLean, 6. US-Kavallerie-Regiment. Meine rechte Hand, Lieutenant Adderstein. Guten Tag. Ma'am? Auf Befehl von Präsident Johnson stellen wir den Begleitschutz für einen Trek nach Tucson. Ja, wir wurden bereits informiert. Ich werde Sie ebenfalls begleiten. Dort drüben im Hotel wurden Zimmer für Ihre Offiziere reserviert. Und in der Kantine dort drüben gibt's was zu essen für Sie und Ihre Soldaten. Morgen bei Sonnenaufgang brechen wir dann gemeinsam auf. Ein Hotel? Auf Regierungskosten. Ja, von mir aus. Aber vorher möchte ich mir die zusätzliche Fracht mal ansehen, für die wir hier sind. Gern. Gehen wir zur Bank. Gut. Lieutenant, Sie haben ja alles gehört. Lassen Sie absitzen und kümmern Sie sich um alles. Jawohl. Fertig machen zum Absitzen. Absitzen! Corporal Jordan, Sie kümmern sich wieder um die Pferde. Sie, Tenente. Private Williamson und Private Bartlett, gehen Sie dem Corporal zur Hand. Jawohl. Sehen Sie sich nach einem Stall um. Der Rest wäscht sich im Fluss und meldet sich zum Essenfassen in der Kantina. Weggetreten! Ich will mal sehen, ob ich ein paar medizinische Vorräte ergänzen kann. Ist gut, Captain. Na, Mr. Pepe. Sieht so aus, als müssten Sie heute gar nichts für uns zaubern. Ich werde es sicher überleben. Die mexikanische Küche soll ja sehr, comment s'appelle, piquant sein. Na, hoffentlich halten das auch die Hosen aus. Ah, Marshall. Und? Colonel McLean, Sir. Willkommen bei der Wells Fargo Bank in San Antonio, meine Herrschaften. Wir haben Sie bereits erwartet. Ja, ich weiß. Er hat das gerade auch schon gesagt. Der Colonel möchte gerne das Gold sehen. Aber natürlich. Bitte folgen Sie mir in den Tresorraum. Ach, Marshall, würden Sie bitte die Eingangstür abschließen? Mhm. Sehen Sie, das ist ein Safe der Lock Iron Company. Das neueste Modell aus dem Hause. Absolut sicher. Ich sehe es. So, wenn das nicht ein überwältigender Anblick ist, nicht wahr? $50.000 in reinem Gold. Ja, es ist schon beeindruckend, wenn man bedenkt, dass mit diesem Gold Waffen gekauft werden sollte, um loyale Amerikaner zu töten. Nun, ich... Sind Sie immer noch so überwältigt, Sir? Selbstverständlich nicht. Was ich meinte war... Sie sind ein Lump. Jawohl. Am besten, wir verteilen das Gold auf die Wagen, mischen es unter die Waren. Um aus den Zivilisten auf den Kutschböcken Zielscheiben zu machen? Das können Sie vergessen. Wir werden es auf unserem Versorgungswagen laden und meine Soldaten werden es bewachen und nötigenfalls auch verteidigen. Präsident Johnsons Order war eindeutig, Colonel. Es interessiert mich herzlich wenig, was ein Bürokrat sich ausgedacht hat. Ich bin für die Sicherung verantwortlich, also entscheide ich, wie es gemacht wird. Ganz wie Sie meinen. Wir werden es morgen früh verladen. Bis zur Übergabe bleibt der Marshall Service verantwortlich. Also verladen wir es morgen früh, gemeinsam. Ganz wie Sie wollen, Marshall. Meine Männer werden das Verladen überwachen. Guten Tag. Auf Wiedersehen, Colonel. Es hat mich gefreut, Sie... gefreut, kennenzulernen. Mit der ist nicht gut Kirschen essen. Oder wie sehen Sie das, Marshall? Ach, diese verdammten Yankees. Die haben doch alle einen neben sich laufen. Ja, natürlich. Na? Schmeckt's euch allen? Man hört's, aber übertreibt es nicht. Es liegen noch ein paar Meilen vor uns. Colonel? Ja? Wenn Sie wollen, können wir die Route besprechen. Sie ist vielleicht etwas beschwerlich, aber sicher. Ich höre mir Ihre Vorschläge morgen früh an. Wenn Sie mich nun entschuldigen wollen, ich werde auch etwas essen. Ganz wie Sie wollen. Ach, Marshall? Ja? Hat man Ihnen gesagt, wieso mein Regiment den Track begleiten soll? Nein, keine Ahnung. Wie gesagt, wir wurden nur ganz grob informiert. Na schön, machen wir das Beste daraus. Das werden wir. Oh ja, das werden wir. Shh.
Später am Nachmittag kehrt Kitty auf ihre Ranch zurück. Ihre Schwestern erwarten sie bereits ungeduldig. Ah, du bist zurück. Hast du was rausbekommen? So einiges. Wo sind die anderen? Cat und Chess sind im Haus. Consuela und Amos sind noch bei den Indianern. Gut, gehen wir rein. Dann erzähle ich alles. Hallo Kitty. Setz dich. Es gibt gleich Essen. Amos und Consuela müssen auch jeden Moment da sein. Du weißt ja, wenn Braten auf den Tisch kommt, gibt er seinem Gaul immer die Sporen. Yankees sind in der Stadt! Über ein Dutzend Blaubäuche! Stimmt das? Ist die Kavallerie tatsächlich gekommen? Unsere Ranch kriegen die aber nicht richtig. Den schicken wir Blei entgegen. Immer mit der Ruhe. Geh und wasch dich. Es gibt gleich Essen. Okay. Den schicken wir Blei entgegen. Wo hat er das denn her? Von mir nicht. Rieche ich hier etwa Braten? Du riechst richtig. Na, was habe ich euch gesagt? Hallo, Consuela. Ist alles glatt gegangen? Si, si. Die haben sich richtig über die ganzen Waffen gefreut. Der Warchief ist der Meinung, dass es schon morgen zu einem großen Kampf kommt. Die Geister hätten es ihnen im Traum gesagt. So Unrecht hat er damit nicht. Es sind wirklich über ein Dutzend Soldaten angekommen, angeführt von einem Colonel. Der ist zusammen mit einem Marshall in der Bank verschwunden. Und die haben da irgendwas beredet. Bestimmt was wegen des Goldtransports. Nehme ich auch an. Morgen zieht der Track weiter nach Houston. Jede Wette, dass sie das Gold irgendwo zwischen den Waren verstecken. Nun ja, aber wenn die Kavallerie so viele Soldaten schickt, werden die Verbrecher doch kein so leichtes Spiel haben. Ich weiß nicht. Den Eindruck von heldenhaften Kämpfern der Union haben die Blauröcke auf mich nicht gerade gemacht. Aber warum sollten die Fallobst schicken? Keine Ahnung. Ich habe euch doch erzählt, dass mein Boss, Mr. Reiter, den Tipp bekommen hat, dass irgendwas faul ist. Vielleicht ist es das. Hast du denn irgendwelche krummen Vögel rumschleichen gesehen? Nein. Denkt ihr immer noch, dass wir den Track begleiten sollten? Um dann mit denen zusammen in eine Falle zu laufen? Nee, ganz bestimmt nicht. Sehe ich auch so. Wir folgen ihnen vielleicht mit genügend Abstand und warten ab, was passiert. Wird wohl besser sein. Ich habe auch keine Lust, in eine Falle zu tappen. Gut, dann machen wir das so. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Also reiten wir den Yankees hinterher, Killern entgegen mit Indianern im Rücken. Das wird ein Spaß. Da ich es euch nicht mehr ausreden kann, sage ich lieber nichts dazu. Lasst euch nur nicht umbringen. Dann sind wir uns ja einig. Trinken wir auf Daltons Revenge. Auf Daltons Revenge. Darauf trinken wir. Salut. Chess, du und Amos, ihr achtet mir ja gut auf die Ranch, bis ich zurück bin. Du kommst schon zurück. Oder denkst du, wir ziehen den kleinen Satansbraten hier ganz alleine groß? Hey! Du kannst auch hier bleiben, Consuela. Dieser Kampf ist nicht deiner. Den Teufel werde ich tun. So eine Story lasse ich mir bestimmt nicht entgehen. Ich reite morgen früh zu den Indianern und dann folgen wir euch. So wie es sich die großen Geister ausgedacht haben. Also trinke ich auf die Story meines Lebens. Auf deine Story! Auf die Story! Prost, Geschwister! Nach einer mehr als kurzen Nacht brechen die drei Schwestern früh auf, um dem Trek hinter San Antonio in Richtung Hitching Post zu folgen, während Consuela bereits auf dem Weg zu den wartenden Indianern ist. Chessman hilft beim Beladen der zusätzlichen Packtaschen, die heute mehr denn je gebraucht werden. Habt ihr auch genug Munition eingepackt? Also meine Satteltaschen sind randvoll. Meine auch.
Ich kann aber noch was in die Jackentasche stopfen. Passt mir gut auf die Ranch auf. Passt du lieber auf dich auf. Wir passen gut auf uns auf. Das 6. Kavallerieregiment und ein Treck von 10 voll beladenen Wagen mit Colonel McLean und dem vermeintlichen Marshal Smith an der Spitze setzt sich zu dieser Zeit in San Antonio ebenfalls nach Westen in Bewegung. Vorwärts! Joho! Einige Meilen von San Antonio entfernt, neben der kleinen Stadt Hitching Post, an der Südflanke eines unendlich wirkenden Canyons, liegen die Outlaws im Schatten versteckt auf der Lauer. Sie haben hier schon im Morgengrauen Position bezogen. Auf einem kleinen Feuer köchelt eine verrußte Kaffeekanne. Smiley und Tuco haben einen Beobachtungsposten am Rand der Steilwand bezogen. Ja, erst so früh hier hochklettern und dann noch in der Kälte zu hocken. Ich bin doch keine Bergziege. Boah, kipp immer noch was Kaffee ein. Diese verdammte Warterei geht mir langsam auf die Nerven. Denkst du mir nicht? Jetzt eine schöne Bank ausrauben. Das ginge schneller und bringt Bares. Stattdessen hocken wir in irgendeinem verdammten Felsen und sitzen uns den verlängerten Rücken breit. Ach, hör schon auf zu meckern. Ich kann's nicht mehr hören. Du hörst dich schon an wie eine alte Jungfer, die keinen Kerl abkriegt. Wenn dir hier alles gegen den Strich geht, dann übernimm du doch das Kommando. Ich bin doch nicht verrückt. Der Bosch schießt schneller, als er spuckt. Psst, da kommt er, wenn man vom Teufel spricht. Gibt's schon was zu sehen? Nein, nichts. Alles ruhig. Haltet weiter die Augen offen. Ich lasse euch was zu essen bringen. Gute Idee. Mein Magen knurrt lauter als ein verdammter Grizzly. Alter Heuboje. Halt dein Maul, sonst stopf ich's dir. Ihr haltet jetzt beide das Maul, sonst trete ich euch in den Canyon runter. Und ihr haltet das Feuer gefälligst, Kleiner. Wieso? Damit wir nicht schon von Weitem gesehen werden, ihr dämlichen Viehtreiber. Wenn es Mike nicht gelingt, den Track in unsere Richtung zu locken, war sowieso alles für die Katz. Er macht das schon. Werd mal nicht nervös. Hey, Boss. Verrat uns mal, warum wir ausgerechnet hier überfallen wollen. So nah an der Stadt. Ja, lass uns nicht doof sterben. Also gut. Vielleicht lernt ihr ja doch noch was. Hitching Post ist vielleicht nur ein Stück Fliegendreck auf der Landkarte. Aber es wimmelt da nur von Desperados und Taugenichtse. Dahin durchzureiten wäre sogar für die gute Kavalleriesoldaten Selbstmord. Sogar die Lawmen dort sind korrupte Schweine, die sich weder um Tod noch Teufel scheren. Den Canyon zu umfahren hieße also einen meilenweiten Umweg durch felsiges Gelände. Am Pecos kommen die auch nicht durch. Außer die Wagen können fliegen. Na also, du bist ja doch nicht so blöde. Auf der anderen Seite ist der Rio Grande auch mit Steilhängen und mit einer Strömung, in der sogar das beste Pferd absaufen würde. Nein, nein, wir müssen durch diesen Canyon. Es gibt also nur diesen Weg. Ja. Jetzt habt ihr es kapiert. Hier haben wir eine perfekte Deckung und ein klares Schussfeld. Dann kann ja gar nichts mehr schief gehen, Boss. Ja, ein Kinderspiel wird das. Denkt immer nur an die 50.000 Dollar in Gold. Hey, seht euch das an. Was denn? Da hinten, da wird eine Menge Staub aufgewirbelt. Das müssen sie sein. Gib mir das Fernrohr. Hier, Boss. Lass mich mal sehen. Da hinten, siehst du? Ja, das sind sie. Ich kann die ersten Reiter erkennen mit ihrer Unionsflagge. Wie weit sind die noch weg? Was denkst du? Ich würde sagen, noch eine gute Stunde. Mit den vollbeladenen Wagen kommen die nur langsam voran. Kurz vor Mittag sind die hier und wir haben die Sonne im Rücken. Also, hattest du mal wieder genau den richtigen Riecher. Beobachtet sie weiter. Geht klar, Boss. Machen wir. Und ihr haltet nicht Maul auf den Pfeil. Macht jetzt das Feuer aus. Wer noch was essen will, tut's besser gleich. Verteilt Munition und bringt euch in Position. Es geht bald los. Und passt auf, dass man euch nicht sieht. Falls sie ein paar Späher vorweggeschickt haben, sind die bestimmt nicht mehr weit.
Hier sind sie vorbeigekommen. Seht euch nur an, wie tief die Spuren sind. Die müssen voll beladen sein. Oh ja, vor allem voll mit Gold. Ist schon ein Jammer, dass wir es uns nicht unter den Nagel reißen können. Denkt ihr, die Kutscher wissen, was sie da transportieren? Bestimmt nicht. Für die sind das alles nur Vorräte für Houston. Sag mal, Cat, warum blickst du immer wieder zurück? Ich fühle mich nun mal nicht wohl mit einem ganzen Indianerstamm im Rücken. Wenn ich die wenigstens sehen könnte. Na dann sieh mal da hinten rechts. Was? Seit einer Stunde reiten die schon neben uns her. Meist entlang des Pecos. Gerade so außer Sichtweite. Du wirst wohl alt. Sollen wir dir eine Brille für dein Auge besorgen? Ein Monokel vielleicht? Naja, macht euch nur weiter lustig. Wer den Schaden hat, der spottet die der Beschreibung. Ich kann mit dem einen Auge wenigstens zielen. Ihr habt doch zielen gelernt, als Treffen noch nicht in Mode war. Dazu werden wir schon bald Gelegenheit haben. Ich will so viele von der Bande zur Hölle schicken wie möglich. Und damit eine Ungerechtigkeit mit einer anderen ausgleichen? Minus mal Minus gibt Plus. Ja, stimmt auch wieder. Ist was dran. Dann lass uns mal etwas zum Schreck aufschließen. Dieses Geschaukel und die Sonne ist mir übel. Hättest gestern nicht so viel saufen sollen. Hey, du da vor mir. Entweder du fährst links oder fährst rechts. Entscheide dich mal. Du kannst mich mal. Wenn du deine Achsen brechen willst, dann mach doch die Augen zu und fahr geradeaus. Wenn wir in Tucson sind, dann hau ich dir aufs Maul. Tucson, wir kommen und wir freuen uns auf ein schönes Bier. Sing nicht von Bier, mir ist noch ganz schlecht. Hey, Captain Doctor, meinem Kumpel geht's nicht so gut. Haben Sie ja nicht ein Mittelchen? Ja, ich kann ihm was mit dem Knüppel überziehen. In Ihrem Beruf fehlt's. Mir geht's schon viel besser. Was ist denn los da hinten? Ja, die lenken sich nur etwas ab. Auch ein Schlückchen Whisky, Colonel? Nein, danke. Naja, wissen Sie, ich trinke ihn ja auch nur, um Zahnschmerzen vorzubeugen. Zwar habe ich nie welche gehabt, aber ich will auch keinen riskieren. Verstehe. Lieutenant, alles in Ordnung? Ach, die ziehen sich nur gegenseitig auf. Aha. Da kommen unsere Späher zurück. Colonel! Sergeant! Wie sieht's aus? Vor uns liegt ein Canyon. Da müssen wir durch. Aber er scheint breit genug. Ist es denn nicht möglich, vorbeizureiten? Nein, Colonel. Der Rio Grande ist auf der einen Seite und sehr felsiges Gelände auf der anderen. Und dann kommt schon der Pecos. Da kommen wir mit dem Wagen nicht durch. Worüber machen Sie sich Sorgen, Colonel? Ich kenne die Gegend wie meine Westentasche. Es mag zwar ein Stück bergauf gehen, aber dafür ist der Canyon völlig sicher. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Danke, Sergeant. Colonel! Das Schlimmste haben wir bald überstanden. Nur noch zwei, drei Kurven und das Gelände wird flacher und offener. Also brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Das gibt nur ein Magengeschwür. Während des Krieges, damit... Was zum... Alles sofort in Deckung! Hinter die Wagen! Geben Sie Alarm! Wir werden beschossen! Ach, tatsächlich. Wie zielen, schnelle Deckung! Wie geht... Erwidert das Feuer! Wo zum Teufel stecken die? Die müssen irgendwo in den Felswänden weiter oben sein. Von wegen sicher. Groß Marshal Smith. Das erwischt. Mist, Meldung. Drei Kutscher, zwei Soldaten und der Marshal sind tot. Sie stecken da oben im Felsen. Von hier aus haben wir keine Chance. Können die gegen die Sonne kaum sehen. Alle in Deckung bleiben. Versucht, das Mündungsfeuer auszumachen. Schießt nur, wenn ihr ein Ziel habt. Hört ihr? Schießt nur, wenn ihr ein Ziel habt. Hört mal. Das sind Schüsse. Nicht gerade weniger. Wir hatten also recht. Es geht los. Na dann nichts wie hin. Her! 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 Boss! Hat einfach mein Gott geknallt! Ich hab's gesehen! Schieß weiter! Pass auf, Rick! Deine Deckung! Kein schlechter Schuss, Smiley! Kinderspiel!
Da kommen Reiter! Pass auf, Steve! Die sind auf deiner Seite! Hey! Ja. Ja. Hey. Verflucht! Zu schnell vorbei! Die Hölle sind die! Knallt sie ab! Geht nicht! Die haben Deckung bei einem Felsvorsprung! Dann erreichen die uns auch nicht! Konzentriert euch weiter auf die Soldaten! Was für eine beschissene Position hier! Ich kann von hier aus auch niemanden sehen! Wollt ihr lieber da raus? Teufel, nein! Ich wurde getroffen, mein Arm! Kitty, was hast du vor? Seht ihr den da hinter dem Felsen? Ich sehe nur einen Gewehrlauf. Ja, aber wenn ich den Felsen im richtigen Winkel treffe, dann... Na bitte! Hey, verdammt guter Schuss! Danke verbindlichst! Charlie hat's erwischt! Hey! Hey! Hola! Ihr da unten! Was? Ich hab nichts gesagt. Seht doch mal hier nach oben! Consuela! Ihr müsst sie irgendwie aus ihrer Deckung locken. Bist du übergeschnappt? Ihr müsst es aber tun. Wir erreichen sie sonst nicht. Jetzt bin ich mal dran. Was hast du vor? Hey, ihr da! Yankees! Colonel! Sehen Sie mal da drüben, die Lady! Was gestikuliert die da? Ich weiß auch nicht, aber die hat irgendwas vor. Alles bereit machen, der Lady Feuerschutz zu geben. Sieh mal da! Die wollen uns ins Kreuzfeuer nehmen! Den werde ich die Suppe versalzen. Frank, John, mitkommen. Aber haltet die Köpfe unten. Wir schnappen uns die drei. Kommt her! Hier bin ich! Holt mich doch! Ich bin verrückt, die Kleine! Masawata aki ko tepo! Richak tepo! Richak tepo! Richak tepo! Da! Indianer! Den nehmen sie von der Nordseite unter Beschuss! Wo zum Teufel kommen die auf einmal her? Auf jeden Fall kommen die genau richtig. Aber die kommen auch nicht weiter an sie ran. Was ist los? Warum feuern wir nicht mehr? Ich brauche neue Munition. Ich bin ja nicht leer geschossen. Verdammter Mist! Auf jeden Fall in Deckung bleiben! Na wartet! Ich werde euch was auf den Pelz brennen! Mit ihrer Schrotflinte werden sie nicht viel ausrichten, Mr. Pepe. Aber sie hat einen großen Bums. Vielleicht bekommen diese Mercurier Angst und sie lassen uns in Ruhe. Na, dann schießen sie mal schön weiter. Na, wie gefällt euch das? Wir müssen auf die andere Seite. Da drüben. Das ist der einzige Weg nach oben. Keine Chance. Die nehmen uns doch sofort aufs Korn. Verflucht nochmal! Wo kommen diese Rothäute auf einmal her? Der Plan geht schief, Boss! Nur noch Henry und ich sind übrig! Wir müssen hier verschwinden! Niemand wird hier verschwinden! Wir haben bald keine Munition mehr! Die Soldaten haben schon keine mehr! Was sollen wir jetzt tun? Na was schon! Wir setzen alles auf eine Karte! Henry, du holst mir sofort das Dynamit aus meinen Satteltaschen! Du bist ja wahnsinnig! Tu, was ich dir sage, oder ich knall dich ab! Wir sprengen die drei verrückten Weiber da unten in die Luft! Und wenn die verdammten Indianer dann nicht die Hosen voll haben, springen wir sie hinterher! Und dann holen wir uns das Gold! Worauf du deinen Hintern verwetten kannst! Das darf doch nicht wahr sein! Hä? Da, seht! Oh, Schande! Das sind Jasmine und Amos! Und eine ganze Herde Longhorns! Colonel! Die drei gestikulieren wieder wie der Teufel, dass wir uns um... Oh, Kacke, Mann! Leck mich doch mit Gewalt am... Alle in die Wagen! Oh, mon Dieu! Denkt ihr dasselbe wie ich? Nein, denn dabei werden wir uns alle den Hals brechen. Wovon zum Teufel redet ihr? Wohl noch nie fehlgetrieben, was? Die Rinder wirbeln so viel Staub auf, dass sie da oben uns nicht sehen werden. Sobald wir eine Lücke finden, rennen wir mit der Herde auf die andere Seite und dann hoch! Du bist wirklich nicht mehr zu retten. Lasst euch nur nicht auf die Hörner nehmen! Da! Die Lücke sieht gut aus! Los, los, los! Scheiße, scheiße, scheiße! Das reicht, Amos! Lass sie laufen! Bleiben wir besser in Deckung! Heya! Heya! Was geht da vor?
Rindviecher! Das sehe ich auch! Ich kann nichts mehr erkennen! Verdammt nochmal, wo bleibt mein Dynamit? Komm schon! Kleinen Augenblick! Komm schon! Lass fallen! Ach, mein Bein! Oh nein, das geht ab! Du hättest es fallen lassen sollen. Mir reicht's! Ich verschwinde! Du feiger Sohn einer räudigen Hündin! Da, der will abhauen! Darunter ist aber die falsche Richtung. Mir! Er hat mich erwischt! Was habe ich gesagt? Hey, du Narbengesicht! Bleib endlich stehen! Du kommst von der Klippe nicht mehr weg! Nur über meine faulende Leiche! Verdammtes Mistweib! Lass den Colt liegen! Ihr Verfluchten! Halt's Maul! Wer zum Hölle seid ihr? Das will ich dir sagen, bevor ich dir eine Kugel verpasse. Du mieses Schwein sollst wissen, wer dich erledigt hat. Unser Name ist Dalton. Dalton? Die Brut von Edward Dalton? Willst du damit sagen, du hast ihn gekannt? Mach's Maul auf! Gekannt! Er war einer von uns! Du lügst! Was glaubt ihr denn, wie er euch alle durchfüttern konnte? Mit seiner lächerlichen Farm? Aber er wurde zu gierig. Er hat seine eigene Farm abgefackelt und hat es uns in die Schuhe geschoben, damit er Kopfgeld für uns kassieren konnte. Du mieser Lügner! Pass auf! Der Abgrund, da geht's direkt zum Rio! Zieh mich rauf! Das kannst du vergessen! Ich sage euch, wo ihr euren Vater findet, aber zieh mich rauf! Was sagst du da? Er lebt! Ob er den Sturz überlebt hat? Willst du mich verarschen? Der ist Futter für die Geier, die Fische oder beides. Seid ihr okay? Ist alles noch dran bei uns. Okichi sapiki oyo yanpi. Ke ashwana voyele piktecha. Er sagt, dass der Kampf gewonnen ist, aber eure Suche gerade erst begonnen hat. Das habe ich befürchtet. So ja wie chacha. Piata ekta wakniktelo. Wo prekichakskes a travipehena trashunke kiena uchimpi. Er kehrt zu seinem Stamm zurück und will die Waffen und Pferde der Verbrecher behalten. Von mir aus kann er sie haben. Ja, sag ihm danke für seine Unterstützung. Muchas gracias por vuestra ayuda. Las armas y los caballos de los bandidos os pertenecen. Chakukeena. El Oko Preschnia. Er wünscht uns alles Gute. Hallo, ich bin Private Nathan Williamson. Mein Colonel würde Sie gerne sprechen. Warum nicht? Kommt, wir gehen zu den Yankees. Hey Cat, was er wohl gemeint hat? Unsere Suche hat gerade erst begonnen. Er wird unseren Paar meinen, Sunny. Du glaubst doch wohl nicht, was der Kerl über ihn gesagt hat. Er hat gelogen, um seine Haut zu retten. Nein, Sunny. Aber vielleicht lebt Pa ja wirklich noch. Gefunden hat man ihn jedenfalls nicht. Wir haben 4 Kutscher und 8 Soldaten verloren, Colonel. Wir wollen sie hier begraben. Colonel. Ja, Private? Wir sind die Ladies, die Sie sprechen wollten. Ja, gut. Howdy. Hola. Tag. Wie geht's denn so? Ach, willkommen. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Ohne Ihre Hilfe wären wir jetzt alle ein Fest für die Geier. Tja, gut, dass wir gerade in der Nähe waren, was? Ziemlich dumm, so einfach hinter die Wagen zu springen. Sunny? Ich hab doch recht. Auf jeden Fall danke ich Ihnen auch im Namen meines Regiments. Ja, schon gut. Hey Kitty, alles in Ordnung? Amos, solltet ihr nicht auf der Ranch bleiben? Na, wir wollten dir doch nicht den ganzen Spaß allein überlassen. Wo ist Chess? Die hilft dem Yankee-Captain, Wunden zu verbinden. Hören Sie, wir eskortieren eine Lieferung nach Tucson, Arizona und... Wir wissen von der speziellen Lieferung. Ach, tatsächlich? Nun, wie auch immer, wir haben einige Leute verloren und wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Kutscher ersetzen könnten. Es soll natürlich Ihr Schaden nicht sein. Was haltet ihr davon? Wir könnten ein paar alte Freunde vom Paar einen Besuch abstatten und herausfinden, ob da was dran ist, was die Made behauptet hat.
Warum eigentlich nicht? Ich bin auch dabei. Vamos, ich wollte eh nach Tucson. Mr. Reiter wartet schon auf meinen Bericht. Und vielleicht bekomme ich unterwegs ja auch noch ein paar zusätzliche Informationen aus erster Hand, Colonel. Wir kümmern uns um die Herde, reiten zur Ranch zurück und kommen mit einem Wagen wieder, um die Leichen einzusammeln. Ich wette, für jeden von denen hier gibt es einen Steckbrief und ein schönes Kopfgeld. Na also gut. Für 4 Kutschen haben sie jetzt Ersatz, Colonel. Wann hast du das letzte Mal auf einem Kutschbock gesessen, Sunny? Ha, dich hänge ich immer noch ab. Na, das wollen wir doch erstmal sehen. Halten Sie still, dann kann ich Ihnen vielleicht helfen. Oh, lassen Sie mal sehen. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Der Pfeil steckt ganz schön tief. Wie komme ich da am besten dran? Jetzt halten Sie still, ich werde es versuchen rauszuziehen. Aber dafür müssen Sie stillhalten. Wenn Sie so zappeln, wird's nur schlimmer. Oh nein. Abgebrochen. Tut mir leid. Jetzt hilft's wahrscheinlich nur noch, wenn ich ihn ganz durch die Schulter stoße. Bei 3. 1, 2. Okay, geschafft. Das hätten wir. It pulled into the town, it opened up its door. A lady with an eye patch stepped down, black the cloak she wore. A bona fide cold-blooded killer, weathered by the war. She still stood just to settle one last score. So she rolled on into Tucson, 45 hung at her hip. With a golden D for Dalton, man, and if you gave her lip, she'd tie your tongue, then cut you down, then on your corpse she'd spit. Oh, that gal sure had a certain kind of pride. Now Cat Dalton, she was one of 7 sisters born out west. To a good man, their padre tilled the land and tried his best. But on from the day some desperados shot him through the head, those young Dalton daughters grew up seeing red. Now it's 30-some-odd years gone, spent hunting for those men. But by God, when they find them, oh, they'll reconcile those sins. And without a shiver, send those bandits to their bloody end. A spell of powder smoke choking out their cries. 'Cause there's no burn half as strong as that of sweet revenge upon the hellhounds who done slashed down your own kind. And upon the path to healing, through the teardrops flowing by, may the fire of retribution spur the ride. But now the barren desert grapevines, they don't often bear much fruit. And it's been many a tombstone gambler died there, searching for a clue. But although the odds Cat Dalton played were 1 in Timbuktu, down near San Antone, 1862, they're tucked away in South Bear County in some old broke-down opium shack. Cat, she overheard a highwayman who'd been to hell and back, and he swore upon his soul those outlaws who killed the Dalton man. They were cooking plans for trouble on that Tucson stagecoach line. Oh, 'cause there was untold loads of grayback gold set to be heading out on a trek. And those bloodhound dogs thought they'd have a time. So with the west wind toward her shoulder, Cat rode through day and night. And when she found her sisters, she told them black and white that the time was nigh for one last final fight. So on the mountain path to Tucson, oh, there's a gap called Apache Pass, and
those Daltons knew, those outlaws knew, that point was made to clash. And so when that wagon train rolled up, just sitting ducks with cash, and the outlaws swept down on them, guns aflash. Along the bluffs, the Dalton sisters saw the wagons start to stall. So with rifles trained upon their foes, they picked a couple off. Then they stormed down in that valley with all the vengeance of their paw, and lit those scallywags up like a funeral pyre. But with the battle won, Cat's deed was done, when then she glimpsed the pony limping away, with two riders, one so minuscule as a child. And as Cat galloped toward that horse and raised her gun to fire, there sat a scared young cowgirl, her father at her side, begging, please, ma'am, won't you spare my daddy's life? So setzt sich der sichtlich angeschlagene Track wieder in Richtung Tucson in Bewegung. Die verwundeten Soldaten und Kutscher sind in Captain Taylors und Pepes Wagen untergebracht. Deren Platz haben nun stattdessen die drei Daltons und Consuela Lopez, die ihre Verletzung schon fast vergessen hatte, eingenommen. Die Pferde der vier tänzeln hinter den Wagen angebunden und dürfen sich ohne die Last von Reiter und Gepäck erholen. Wann hast du denn das letzte Mal eine Kutsche gelenkt? Als du noch ein romantischer Reiz im Rückenmark warst. Ich fürchte, mir ist gerade der Hintern eingeschlafen. Dios mio! Hoffentlich schnappt der nicht. Die weitere Fahrt des Trecks verlief ohne weitere Probleme. Der falsche Marshal Mike Smith sollte in einem Recht behalten. Nur wenige Biegungen weiter öffnete sich der Canyon und der Trek hatte von da an leichteres Gelände in Richtung Westen vor sich. Dank der Unterstützung der drei Daltons konnten alle Wagen ihr Ziel erreichen. In Tucson ist die Freude groß, als der lang ersehnte Trek am Horizont sichtbar wird. Sie kommen, sie kommen! Bürgermeister, Sie sind da! Ja! Ja! Oh. Ja, Mama, halt! Doc Schumann, die Kavallerie ist da! Miss Tina, die Soldaten! Na, endlich! So, jetzt muss alles ganz schnell gehen hier. Mr. Reiter, der Track ist da. Da kommen die Yankees. Reverend, wachen Sie auf. Ich bin ja schon auf. Au! Verzeihung. Aus ihren Häusern und aus ihren Geschäften kommen mehr und mehr Bürger, um sich auf der Hauptstraße zu versammeln. Bereits vor Tagen wurde dort alles im festlichen Rot-Weiß-Blau für den Empfang geschmückt. Auf einer kleinen Tribüne versammeln sich die angesehensten Bürger. Neben der Tribüne sortiert Mr. Reiter hektisch Frauen und Männer nach Größe, stellt sie in Position und verteilt Notenblätter. So, meine Herrschaften, ich bitte doch jetzt schleunigst zur Aufstellung. Die Großen bitte nach hinten. Ja, Mr. Rücken Sie mal ein Stück zur Seite, auf. Dr. Schumann. Natürlich. Bitte ich Verzeihung, Miss Tina. Wo ist der Bürgermeister? Der Sheriff hat ihn weggesperrt. Wieso das denn? Hat gestern besoffen ein Postpferd verprügelt. Dachte wohl, es wäre seine Frau. Bitte, meine Herren. Holt ihn! Holt ihn! Oh, lass mich gefälligst los. Ich will Ihnen doch nur helfen, alter Dickschädel. Das heißt so, helfen? Das grenzt ja schon fast an Nächstenliebe. Stellen sich gerade hin jetzt. Oh, ja, ja. Hier, Sie setzen da unten ein. Boah, Rotz und Pfui Deibel. Sie riechen ja wie eine ganze Schnapsfabrik. Boah. Wenn Sie eine Moralpredigt halten wollen, dann steigen Sie vorher auf das Podest da vorne, ja? Sie, seien Sie doch still. Wo bleibt ihr mit meinem Piano? Ja, ja. So, fass doch mit an. Beeilen Sie sich. Der Track ist doch schon fast da. Ich bin ja schon da, Miss Tina. Was zum Teufel? Was habt ihr mit meinem Piano gemacht? Nun ja, eine kleine Verbesserung hier und da. Himmelswellen! Darüber reden wir später noch.
Hey Schmied, Sie wollten doch meine Betty neu beschlagen. Nun ja, das mache ich als nächstes. Bürgermeister, ich bitte doch jetzt um höchste Aufmerksamkeit. Reverend, Sie bitte hinter Miss Monroe. Dankeschön. Wir sind dann soweit. Na dann mal los. Und eins und zwei und eins, zwei, drei, vier. So geht das erste gemeinsame Abenteuer der Dalton Sisters und dem neuen Kavallerieregiment für Fort Lowell in Tucson zu Ende. Aber es soll nicht das letzte Abenteuer im wilden, wilden Westen gewesen sein. Doch davon soll ein anderes Mal erzählt werden. Kommen Sie, Bürgermeister, stellen Sie sich auf Ihre großen Füße. Was ist passiert? Sie sind in der Pferdetränke eingeschlafen. Das ist mir ja noch nie passiert. Das passiert Ihnen ständig. Haben Sie sich noch nie gefragt, wieso Ihr Hosenboden ständig nass ist? Nun, ich habe da eine Theorie, die ich jetzt mit Ihnen lieber nicht erörtern möchte, mein Kind. Sagen Sie, kennen wir uns? Natürlich kennen wir uns. Ich bin Shenandoah Abel. Ich lese die Credits. Jetzt kommen Sie schon. Machen Sie sich nicht absichtlich so schwer. Ja, ganz schön schöne Hacienda hast du da. Wer war das denn? Die Sprecherin von Consuela Lopez. Ihr Name ist Lore Orube. Sie wurde von Arthur Reiter auf die Story mit dem konföderierten Gold angesetzt. Aha. Ihr Boss ist Arthur Reiter, gesprochen von Christoph Nitz. Er hat auch den Titelsong komponiert und gesungen. Daughters with the Guns, ein toller Song. Ja, wirklich schön. Aber wo wollen denn alle hin? In Tina Winklers Saloon, Velvet Rose. Miss Winkler wurde gesprochen von Lole Stern. In den Saloon? Warum zum Teufel haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich habe es gleich gesagt. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Höre zwar Stimmen, aber... So still ist es auf einmal. So eine war noch nicht dabei. War ich das? Allerdings. Das muss dann wohl die Stimme des Erzählers gewesen sein. Das war Kai Mönnig. Du kommst von der Klippe hin! Verdammte Scheiße. Und hier haben wir die Sprecherinnen und Sprecher aus diesem Hörspiel. Dort an der Bar, das sind die Dalton Sisters. Da sind Cat Dalton, gesprochen von Nadine De Pasca. Howdy, Bürgermeister. Kitty Daltons Stimme gehört Judith Deussen. Howdy. Und Christina Michaelis hat Sunny Dalton ihre Stimme geliehen. Wie geht's denn so? Er hat die verrückte Idee, hier Mustangs zu Aber ich würde meine leere Pfandflasche quatschen. Was für eine beschissene Situation hier. Position hier. Die Situation auch. Wovon von? Alles beschissen. Begleitet wurden die Daltons von einem Lakota War Chief. Einem Lakota War Chief? Our Chichupi. Es tut mir leid. Genau, Volker Knurr hat ihm seine Stimme geliehen. Übrigens war auch der Sprecher von Mike Smith, dem falschen Bundesmarschall. Wurde der nicht vom Pferd geschossen? Es geht mir schon wieder besser, danke der Nachfrage. Ah, die Kavallerie. Kommen Sie, ich stelle Sie vor. Eigentlich habe ich da eine Bescheinigung vom Kreiswehrersatzamt. Ich bin untauglich. Sie sollen ja nicht dort anheuern. Wenn das so ist. Hier haben wir Colonel McLean, gesprochen von Maria Schneider. Meine rechte Hand, Lieutenant Edderstein. Guten Tag. Sie wurde gesprochen von Caddy Sendermann,
Colonel Summers wurde von Detlef Hüter gesprochen. Sie werden nach Tucson, Arizona reiten und dort das neue Fallowl übernehmen. Boah. Naja, das Wow. Aha. Die Privates Williamson und Bartlett bekamen ihre Stimme von Christian Ola und Mark Pelzer. Wenn der Hund nicht geschissen hätte, hätte er den Hasen erwischt. Geht uns doch allen so. Und wenn ihr wieder Indianer seht, bleibt ganz still stehen. Ich schick euch dann den Lieutenant. Ja, was soll denn? Ich hab mir auf diese Wange gebissen. So, mitten beim Reden. So. Das ist Sergeant Jules, gesprochen von Natalie F. Hier haben wir die Kompanieärztin Captain Taylor, gesprochen von Marianne Runau. Vielleicht hat sie ja was wie ihren Katzenjammer. Ich kann ihm was mit einem Knüppel überziehen. Naja, vielleicht fragen wir lieber Pepe Pedalo, den neuen Kompaniekoch. Oh mon Dieu. Gesprochen wurde er von Marek Schädel. Kommen wir zu den Charakteren aus San Antonio, Texas. Ah, remember the Alamo. Das war 1836, lange vor unserer Zeit. Vielleicht im nächsten Hörspiel? Vielleicht. Die hilft dem Yankee Cap. Oh, da ist ja schon der Erste, der den Whisky, den Miss Tina ausschenkt, nicht sonderlich gut zu vertragen scheint. Die hilft dem Yankee Captain. Ah, okay, jetzt habe ich's. Na, alles gut, Mr. Amos? Der Yankee Captain. Wunderbar, das ist Amos. Vormann auf Kitty Daltons Ranch. Gesprochen wurde er von Tobias Kratz. Oh, wir haben Gäste. Hat mich meine Nase doch nicht getäuscht. Man kann ja kaum atmen. So schlimm? Und Chessman, ihre Haushälterin. Claudia Hilgers hat ihr ihre Stimme geliehen. Angenehm. Mr. Rouge wurde gesprochen von Werner Wilkening. Und der Bankangestellte der Wells und Fargo Bank war Norbert Hesse. Beides Sprecher aus dem Hörspielprojekt.de-Forum. Hörspielprojekt.de? Ja, eine Community im Internet. Da gibt es kostenlose Hörspiele vom Allerfeinsten. Das kann ich Ihnen flüstern. Was? Eine Form der Kommunikation, die in etwa 150 Jahren erfunden wird. Hören Sie mal. Hörspielprojekt.de. Die Community für Hörspielmacher. Nein, ich bin auf keinen Schwamm getreten. Sie haben schon ganz richtig gehört. Was wäre ein Western ohne Outlaws? Mike Smith, der sich als Bundesmarschall ausgegeben hat, gesprochen von Volker Knurr, kennen Sie ja bereits. Na, also meine Idee war das nicht. Natürlich war es Ihre Idee. Immerhin haben Sie ja auch das Skript zu dem Hörspiel geschrieben. Frauenzimmer, was, Mr. Reed? Sie waren ebenfalls als Cutter beteiligt, Bürgermeister? Oder sollte ich Sie Kurt Gutjahr nennen? Schon gut, schon gut. Da wir gerade bei Outlaws sind, Ihr Anführer, der Gringo Bronco, wurde gesprochen von Joachim Spandig. Die hat ein zu viel von jemandem, der ihn nicht mehr braucht. Frag nicht so blöd. Dann wären da noch die beiden Desperados Tuco und sein Kumpel Smiley. Gesprochen von Marcel Voss und Reuben Kennedy Guns. Hey, hey, immer ruhig mit den jungen Pferden! Ein besonderer Dank gilt den Kindern. Lucia Sophie Frank, Meret und Sorin Hoffmann, sowie Yannick und Lennart Gerdes. Nicht zu vergessen sind auch die vielen Statisten. Maria Sergiu, Aiga Kornemann, Jens Niemeyer, Jan Borden, Frank Keiler, Sebastian Schmidt, Michael Gerdes, Louis Proll, Stefan Sauerzapf, Paul Savage, Sylvester Beck, Clemens Weichert. Die Musik ist ja auch einfach fantastisch. Finden Sie nicht? Doch. Christoph Nies hat den Titelsong Daughters with the Guns extra für das Hörspiel komponiert und eingesungen. Und bei der Ballade, die Raphael Silva komponiert hat, da bin ich ja dahin geschmolzen. Typisch, Frau. Ich muss doch bitten. Andreas Hüttebräuker, Sven Gerlach und Steffen Kuhn haben sich in Sachen musikalischer Untermalung selbst übertroffen. So war ich meinen Derringer hier, den ich übrigens immer im Strumpfband trage, hier auf den Tresen lege. Idee und Skript stammen von Volker Knurr.
Dalton's Revenge ist eine Produktion von Volker Knurr und Kurt Gutjahr aus dem Jahr 2014 bis 2017. Das Coverdesign verdanken wir Daniel Schiepp und die Coverillustration ist von Madame Frechdachs. Frechdachs? Das ist ein Künstlername, Mr. Breen. Sehen Sie sich einfach mal Ihre Instagram-Seite an, dann wissen Sie, wovon ich rede. Und das ist für die Outlaws unter euch da draußen. Dieses Hörspiel unterliegt der Creative Commons 3.0. Namensnennung nicht kommerziell. Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Sagen Sie mal, wo wir gerade von Outlaws reden. Was wurde eigentlich aus dem Outlaw-Boss Bronco? Eine sehr gute Frage. Schweine, ihr miesen Doldenschweine, ich werd mich rächen. An jeder einzelnen von euch werd ich mich rächen!